Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum vierten Abend jetzt der Taunus-Klimatage. Ich bin Daniel Zink, der Klimaschutzmanager von Königstein im Taunus, und wir haben diese Veranstaltungsreihe als Team organisiert. Die Städte Friedrichsdorf, Kronberg, Oberursel, Königstein und auch der Hochtaunuskreis zusammen. Genau. Die Taunus-Klimatage wollen einfach ja, alltagsnah auch zeigen, informieren und erleben lassen, was Klimaschutz bedeutet, wie man da auch mitmachen kann. Und dieses Informieren ist natürlich jetzt unter der Woche, vor allen Dingen bei den Abendveranstaltungen im Hintergrund. Wir hatten am Montag auch in Kronberg im Kino schon den Carsten Herbert, Energiesparkommissar, da, also das gerade auch an die, die online zuschauen, die können das gerne mal nachschauen. Das Video ist noch online. Genauso auch Dienstag dann in Bad Homburg wurde zum nachhaltigen Reisen referiert. Gestern in Friedrichsdorf war die Bürgerenergiegenossenschaft da und es ging auch um Balkonsolarkraftwerke. Genau, heute klimafreundliche Ernährung und morgen. Moment. Morgen geht es dann in Oberursel weiter mit der Solarparty. Als Unterschied zu heute, da müssten Sie sich dann anmelden, also das möglichst am besten gleich noch tun. Genau, und dann steht am Wochenende das Erleben und Mitmachen im Vordergrund. Samstag ist der Aktionssamstag, da ist ein ja, ganz großer Verbund von Akteuren für Klimaschutz, die da eben zum Mitmachen einladen. Ja, also es gibt tatsächlich da auch viele Veranstaltungen hier in der Gegend, wo man sich auch anmelden sollte. Das geht für die Frühaufsteher los mit Stockwerke des Waldes in Kronberg, eine Waldführung eben. Und dann 13 Uhr macht der ADFC Radtouren. Wie man letztendlich mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, steht da im Mittelpunkt. 14 Uhr gibt es eine Führung im Opel Zoo. Genau, 15 Uhr auch in Kronberg gibt es eine Führung vom Abwasserverband. Und 16 Uhr dann in Oberursel in der Akademie Gesundes Leben ein Kochevent, also bitte noch anmelden. Und wer eher spontan ist oder zwischendurch noch Zeit hat, zwischen 11 und 15 Uhr können Sie einmal beim Obst- und Gartenbauverein in Mammershain was über Biodiversität im Klimawandel, Streuobstwiesen lernen und anschauen. Möglicherweise wird auch die Kälte in Betrieb sein. Und in Kronberg zwischen Aral und Tegut, da ist ein Dachdecker, da ist eine, es nennt sich Solarwerkstatt 360 Grad, also das ist ein ganzer Verbund letztendlich auch von Energieberater Helvia und Elektrotechnik Nun ist auch dabei, genau, Weidmann Feger ist der Dachdecker, also das wird richtig spannend mit Solargrill und auch Spielen zu mitmachen, aber eben auch dem Handwerk quasi über die Schulter schauen. Genau, und dann ist hier haben wir jetzt noch von den heute Referierenden, beim Erlebnisacker, da kann man quasi beim Gärtnern, mitmachen. Das Kochevent hatte ich schon erwähnt. Genau, und am Sonntag gibt es den traditionellen, schon seit Jahrzehnten, angestammten Apfelmarkt in Kronberg in der Altstadt. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit eigentlich schon immer relevant und wird mit bespielt, sage ich mal. Und dieses Jahr bildet es auch einfach von unseren Taunus-Klimatagen den Höhepunkt. Da kommen Sie vorbei und erleben Sie was zum Klima. Genau. Die hier vor Ort waren, haben schon gesehen, am Eingang gab es Tüten. Die sind als Motivation für die, die gerade jetzt in den letzten 3 Wochen Fahrrad gefahren sind oder es noch tun wollen. Also noch ist Stadtradeln nicht vorbei.
Das ist eben eine Aktion, wo man sich registrieren kann und die Kilometer, die man mit dem Fahrrad fährt, aufschreibt. Und genau, da für die vor Ort, die können sich im Zweifelsfall beim Ausgang dann auch noch eine Tüte mitnehmen. Und ja, alle, die vielleicht bisher sich noch nicht aufs Fahrrad getraut haben, wäre jetzt die beste Gelegenheit, das Auto stehen zu lassen. Genau. Ja, mitmachen ist auch noch eine Sache für einen Ausgang. Wir haben Fragebögen, also wer einfach erzählen will, wie ihm die Taunus-Klimatage gefallen, kann da gerne sein Statement da lassen. Würde uns freuen, eine Rückmeldung zu kriegen, was wir ja vielleicht auch mal noch anpassen können in Zukunft. Genau. Und wem Stadtradeln 3 Wochen im Jahr nicht genug sind, der kann natürlich auch die Klimataler-App runterladen. Das ist im Prinzip wie Stadtradeln, nur dass man sich keine Gedanken über die Kilometer machen muss. Die werden automatisch erfasst. Und pro 5 Kilo eingesparten CO2 kriegt man einen Klimataler, den man dann wieder bei ganz vielen Partnern eben gegen Gutscheine einlösen kann. Und es ist eben auch nicht nur die Mobilität, also ÖPNV zählt auch mit rein, zu Fuß gehen ist auch gut fürs Klima. Und es gibt, informieren steckt da auch mit drin, es gibt ganz viele Informationen auch in der App, die man mal so nebenbei sich anschauen kann, wenn man gerade im Bus sitzt zum Beispiel. Und man kann aber auch durch Energie sparen, durch Wasser sparen und durch Erdgas sparen, also Heizung sparen sozusagen, kann man auch Klimataler sammeln. Genau, heute soll es um klimagerechte, klimafreundliche Ernährung gehen. Vielleicht hat schon jemand schon das Bild gesehen. Das ist jetzt, würde vielleicht gleich mal in die Runde fragen, wenn da steht, Klima geht durch den Magen, wer verbindet da ein, ich sag mal, romantisch genussvolles Dinner mit dem Titel? Ja. Bei wem gibt es vielleicht eher so ein Ziehen in der Magengegend? Ja, nee, also unwohl ist ihn dabei nicht, das ist schon mal schön. Genau, für mich ist es einfach, ich sag mal, die Motivation auch, dass ich Klimaschutzmanager bin, dass wir die Veranstaltung machen, dass Klima auch was mit Liebe zu tun hat, mit der Liebe zur Natur. Und genau deswegen freue ich mich auch einfach über die verschiedensten Referenten, Akteure, die heute hier einen Beitrag leisten und, sage ich mal, ihren Beitrag auch zum Naturschutz, zum Klimaschutz präsentieren. Genau, also wir haben zuerst die Akademie Gesundes Leben, den Herrn Rutkowski da, der eben die Planetary Health Diet, also ich sag mal die ernährungswissenschaftliche Herangehensweise an das Thema präsentiert. Es wird auch eher ein besonderer Aspekt, der aber doch eigentlich recht viele Menschen betrifft, das Thema Ernährung und Kopfschmerz angerissen werden. Und natürlich gucken wir auch darauf, wo beginnt die Ernährung, also oder wo beginnt die Nahrung, also auf dem Acker. Das Thema Küche, Zubereitung werden wir auch noch anreißen. Genau, ich sagte schon, Klima hat was mit Liebe zu tun. Wenn man an den Klimawandel denkt, ist es, ich sag mal, diese Beziehung Mensch-Natur, das ist ja was eher Leidenschaftliches, also tatsächlich mit recht vielen Leiden verbunden. Also wer in die Nachrichten schaut, bei den Katastrophen und Hungerkatastrophen, das geht richtig heiß her leider zwischen Mensch und Natur. Und es ist, sage ich mal, in einer Beziehung würde man jetzt an der Stelle definitiv, Eheberater einschalten, den beim Thema Klima, klimagerechte Ernährung,
da ist man wahrscheinlich bei einem Ernährungsberater besser gestellt. Und deswegen begrüßen Sie mit mir hier Herrn Rutkowski. Genau, er ist tatsächlich schon 20 Jahre von Krankenkassen anerkannter Ernährungsberater, Redakteur, Blogger, Fachbuchautor, seit über einem Vierteljahrhundert im Team der Akademie Gesundes Leben, eben als Schulungsreferent, Seminarleiter. Genau, das sieht man ihm, finde ich, gar nicht an. Also er hat sich, die Ernährung hat gut angeschlagen und was man da sonst so, ich sag mal, Lebenspraktisches vermittelt und selber auch anwendet. Genau, vielleicht liegt es auch daran, dass er in Oberursel lebt, im Klimapark Hochtaunus so nah. Das hat schon auch, sag ich mal, vielleicht eine Auswirkung. Er hat mal als Bäcker angefangen und da vielleicht eine Frage, wie kommt man dazu, als Bäcker Ökotrophologie zu studieren und was ist das eigentlich? Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich habe nicht nur Bäcker gelernt, sondern auch noch Koch angeschlossen, weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte. Und die Idee ist daraus entstanden, dass ich eigentlich nicht wusste, was ich machen will. Und Ökotrophologie nennt sich auch Haushalts- und Ernährungswissenschaften und da kann man alles mitmachen und nichts. Und dieses Interdisziplinäre war das, was mich interessiert hat und dadurch Lebensmittelverarbeitung kannte über meine Vorbildung, dachte ich mir, Ernährungswissenschaft ist nicht verkehrt. Und in der Funktion bin ich seit 1996 im Team der Stiftung Reform aus Fachakademie, Akademie Gesundes Leben und habe es nicht bereut, den Studiengang gewählt zu haben. Und für Medizin war ich zu faul und zu dumm wahrscheinlich auch. Deswegen, das hat mich auch schon immer ein bisschen interessiert, aber so richtig habe ich mir das nicht zugetraut und deswegen den etwas einfacheren Weg als Ökotrophologe meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, dann vielen Dank. Da will ich jetzt nicht weiter über Beziehungen schwafeln, sondern die fachliche Kenntnis zugekommen lassen. Ja, wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Ich habe in den letzten Jahren mich sehr intensiv mit diesem nachhaltig oder klimagerechten Ernähren beschäftigt und da war es eben die Planetary Health Diet, die mich begeistert hat und alles, was ich sage, ist jetzt in erster Linie auch mal durch meine Ernährungswissenschaftlerbrille zu sehen. Ich bin Ernährungswissenschaftler, Seminarleiter wurde ja schon gesagt. Ich habe verschiedene Seminare bei uns an der Akademie konzipiert und weiterentwickelt. Wohne hier im Taunus, habe keine Interessenkonflikte in dem Sinne, dass ich irgendwie von Industrie abhängig wäre oder ähnliches. Gelegentlich Vorträge und Projekte. Das ist unsere Akademie und das ist eben mal das, was mich so gesund erhält, dass wir dort eine ovolacto-vegetabile Ernährung, also eine Ernährung frei von totem Tier umsetzen und dass wir in den Räumen ein baubiologisches Seminarhaus haben, wo wir die Leute unterbringen, in den Seminaren interaktiv arbeiten, sehr methodenreich und auch eine Lehrküche haben, in der, die ist jetzt da nicht drauf, aber in der wir auch die Praxis, das Umsetzen, es nützt nichts zu wissen, was gesund ist, sondern ich muss es auch auf den Teller kriegen, ich muss es auch essen, es muss schmecken, es muss appetitlich sein. Und deswegen habe ich diese Lehrküche auch unter meinen Fittichen und versuche da den Teilnehmenden immer was mitzugeben, nicht nur zu wissen, sondern auch in dem täglichen Essen zu integrieren oder in das tägliche Essen zu integrieren. Und in einem Haus, wir investieren sehr viel mit dem Küchenteam in diese biologische Verpflegung. Wir haben 100% biozertifiziert sind wir und haben damit auch mit dem Ovolacto-Vegetabilen einen sehr großen Standard, einen sehr hohen Standard. Bevor es mit der Planetary Health Diet losgeht, dieses Bild ist mir letztens in meinem Twitter, in meiner Bubble da über den Weg gelaufen, wo wir in vielen Bereichen, was die Belastung der Erde anbelangt, schon jenseits der Grenzen, die die Erde verkraften kann, sind.
Jetzt habe ich kurze Zeit später, nachdem ich das Bild dann ausgewählt habe, hier zu zeigen, Artikel gelesen, wo sich Wissenschaftler kritisch mit diesem Erdbelastungstag oder World Overshoot Day beschäftigt haben. Ich will da gar nicht in die Details einsteigen, weil das schon sehr differenziert auch alles gesehen wird. Aber es ist bekannt, dass wir über die Grenzen dessen, was wir bewirtschaften können, beziehungsweise was die Erde hergibt, leben. Und in Europa haben wir hier auch ein Bild, habe ich gefunden, hat das an verschiedenen Grenzen in bestimmten Ländern eben Folgen, Konsequenzen, wo eben Inseln verschwinden, beziehungsweise eben man sieht hier so ein bisschen die Küstenlinie verändert sich im Verlauf der Zeit. Das ist aber ja auch schon seit sehr langer Zeit bekannt, dass dieses schmelzende Arktis-Eiswasser den Meeresspiegel beeinflusst. Und insofern von der ganz großen Welt auf Europa und jetzt in Deutschland, diese Erwärmung verändert unsere Umgebung, unser Leben. Das ist das Hochwasser, das sind die heißen Perioden, das ist der fehlende Regen im Sommer. Ich weiß nicht, wer die Wasserampel immer mal wieder beobachtet bzw. verfolgt. Das sind ganz wichtige, finde ich, ganz wichtige Maßzahlen oder eben halt Signale, dass sich da was verändert und dass wir eben Teil des Problems sind. Die Planetary Health Diet basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die Wissenschaftler weltweit oder aus verschiedenen Ländern sich zusammengetan haben und geguckt haben, wie geht das, wie kann das in Zukunft gehen, wenn die Bevölkerung immer mehr wird, wir aber die Erde nur einmal haben. Das heißt, dieser Widerspruch oder was heißt Widerspruch, aber diese Zwickmühle, in der wir uns befinden, wie kriegen wir die Weltbevölkerung auch in Zukunft mit 10 Milliarden Menschen, das ist so die Prognose in den nächsten, ja bis 2050 ungefähr, soll auf den Äckern, die wir haben, mit der Landwirtschaft, die wir haben, eben die gesamte Weltbevölkerung ernährt werden und so ernährt werden, dass sie auch gesund ist. Jetzt kommt wieder der Ernährungswissenschaftler dazu. Schmecken muss es, gut aussehen muss es und gesund muss es sein und eben nicht zulasten der nachfolgenden Generationen. Und das ist eben sehr, wenn man sich damit beschäftigt und jetzt nicht nur die Headline liest, ein sehr wissenschaftliches Sammlung von Thesen und da geht es eben letztendlich darum, eben diese 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Und wie geht das? Wie kann das sein? Und an dieser Stelle vegetarisch oder sogar vegan. Das heißt, wir müssen bestimmte Ernährungsgewohnheiten verändern, müssen das reduzieren, müssen zurückfahren, müssen Alternativen entwickeln. Insekten sind nicht die Alternative, weil wenn Insekten mit Lebensmitteln gefüttert werden, Haferflocken oder irgendwelche Getreide, die wir auch essen können, dann wäre es sinnvoller, die direkt in unseren Speiseplan zu integrieren. Und deswegen muss man gucken, ob Kunstfleisch, dieses Cultured Beef oder ähnliches ein Nischenmarkt ist. Aber so wie es momentan ist, kann es nicht weitergehen, darf es eigentlich aus meiner Sicht nicht weitergehen. Wir wissen das seit geraumer Zeit und es wird eigentlich zu wenig und zu wenig konsequent getan. Hier mal eine andere Darstellung von dem Teller, der gleich kommt, der in der Planetary Health Diet dabei ist. Das ist eben das, was die Wissenschaftler überlegt haben, wie viel von jeder Lebensmittelgruppe für die Bevölkerung in Zukunft zur Verfügung steht, mit den Flächen, die wir haben, wenn wir jetzt nicht nur irgendwelche Innovationen entwickeln, wovon nicht auszugehen ist. Und das heißt, das ist die Planetary Health Diet, hier auf der linken Seite 300 Gramm Gemüse, Vollkorngetreide, auch das ist ja ein Problem, dass wir viele Lebensmittel stark verarbeiten, wo Vitalstoffe verloren gehen, wo Nährstoffe verloren gehen und da müssen wir besser werden. Man sieht hier auf der anderen Seite die Sollwerte und das sind die realen Werte, das heißt, hier haben wir eine riesen Lücke, eine Unterversorgung, einen Unterverzehr. Und hier im Gegenzug, diese weißen Linien sind die Sachen, die zulässig sind, stärkehaltige Lebensmittel bzw. stärkehaltige Gemüse, tierisches Protein, das ist 84 Gramm am Tag, da sind wir deutlich drüber und deswegen ist dieses Gleichgewicht nicht da, was für die weltweite Ernährung oder für die Ernährung mit dem einen Planeten für 10 Milliarden zur Verfügung steht. Andere Beispiele rechnen das auf Ackerfläche um, wie viel haben wir jetzt zur Verfügung und wie viel wird in Zukunft, wenn die Bevölkerung steigt, wird die Fläche, die wir pro Person haben, weniger. Es gibt unzählige Beispiele,
die das verdeutlichen und die klar machen, wo der Schuh drückt und wo die Probleme liegen. Und wir sind gefordert, Gesellschaft bzw. jeder Einzelne das zu verändern bzw. zu verinnerlichen. Das macht anfangs keinen Spaß, weil Veränderung immer erst auch mal Abneigung verursacht und Gewohnheiten sehr, sehr, sehr schwer zu verändern sind, aber das ist unumgänglich, meiner Meinung nach. So sieht der Teller aus. Den die Wissenschaftler da zusammengestellt haben. Und hier ist schon der Großteil Gemüse. Gemüse, ein bisschen stärkereich, aber auch ein bisschen Obst. Gut, ob man jetzt 13 Knoblauch am Tag essen möchte, ist eine andere Geschichte, aber es ist zumindest wertvoll. Dann das Vollkorngetreide, das ist für die Sättigung immens wichtig. Wenn ich bei uns in der Akademie Menschen bei Tisch erlebe oder im Seminar erlebe, die es eigentlich gewohnt sind, sehr fleischlastig oder sehr viele tierische Produkte zu essen, denen fehlt manchmal mit der Art, wie wir die Lebensmittel dazu bereiten oder die Menüs gestalten, denen fehlt der sättigende Effekt von dem Eiweiß, was wir in tierischen Lebensmitteln sehr viel haben, also Fleisch über das Eiweiß sättigt sehr stark. Und das könnte man kompensieren, wenn man jetzt auf das tierische Eiweiß verzichtet oder auf Fleisch verzichtet, auf Fisch verzichtet, wenn wir mehr Vollkorn essen würden. Also Faserstoffe haben einen ähnlichen sättigenden Effekt wie Eiweiß in Lebensmitteln und deswegen könnte man das kombinieren, wenn man Hülsenfrüchte nimmt. Wir haben draußen ja gleich die schwarze Bohnensuppe. Das ist ein super Lebensmittel. Also Hülsenfrüchte sind eine Möglichkeit, das Eiweiß, was uns in den tierischen Lebensmitteln fehlt, wenn wir sie nicht mehr essen, zu ergänzen, zu kompensieren. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, da gibt es noch ein paar andere. So, und dann haben wir eben wenig stärkereiche Lebensmittel. Das ist auch ein Problem, wir essen zu viel Kartoffeln, zu viel Nudeln, zu viel Reis, also tendenziell. Und davon haben wir ja gerade gesehen, das ist gar nicht so viel, 50 Gramm am Tag. Aus 50 Gramm Reis werden 120, 130, je nach der Zusammensetzung, Gramm normalen Reis. Und wenn ich aber meinen Sohn manchmal sehe, was der sich für Reisportionen reinpfeift, in der Familie sollte man gefälligst nicht Ernährungsberatung machen, das gibt nur böses Blut, das funktioniert nicht. Aber trotzdem, das ist ja, ich sage jetzt mal beispielhaft für junge Männer in seinem Alter, das ist zu viel. Das ist nicht das, was langfristig gesund ist, was langfristig auch funktioniert. Dann eben verschiedene andere Bereiche, Pflanzen-Eiweiß, pflanzenbasiertes Eiweiß, ob das jetzt Seitan ist, was auf Weizenbasis, also auf Weizenbasis ist, ob das Tofu ist, da muss man halt gucken, wie kommt man in Zukunft an das Eiweiß. Ich habe jetzt letztens an der Fachhochschule Münster eine Exkursion begleitet, oder ich war dabei, so als Gast war ich dabei, und da wurde uns so ein Buffalo-Worm-Riegel gereicht. Also Buffalo-Würmer sind so ähnlich, ein bisschen kleiner als Mehlwürmer. Die werden dann getötet, die müssen natürlich tot sein, weil keiner isst lebendige Insekten, wenn man überhaupt Insekten isst. Und da wurde versucht, eben so einen eiweißreichen Snack uns schmackhaft zu machen. Das war zuckersüß, da waren natürlich eben halt entsprechend die Süßungsmittel drin. Und sehr sesamlastig, und die Würmer hat man hinterher nur noch zwischen den Zähnen gehabt, wenn man auf den Chininpanzern rumgekaut hat. Das ist nicht die Alternative, glaube ich. Auch vor Corona war so ein Boom mit Insekteneiweiß in Lebensmitteln, das ist jetzt offiziell zugelassen. Ich halte das aber nicht für die Lösung unseres Problems. Wegen der Unverträglichkeiten, die entstehen können, wegen der Abneigung. Ich weiß nicht, wer schon mal Insekten gegessen hat, absichtlich. So. Das sind wenige. Und meine Wahrnehmung, jetzt im Kollegenkreis haben wir dann auch irgendwie gefrötzelt, so rumgewitzelt, wer seinen Riegel schon gegessen hat, den wir da mitgenommen haben. Also das ist eher zaghafte Versuche sind da gemacht worden. So, und je weniger von dem tierischen und von den Milchprodukten, die jetzt hier das blaue und das rote Tortenstückchen sind, desto besser. Und das ist das, was die Ernährungswissenschaft, die Wissenschaftler aus dem Team der Lancet zusammengetragen haben, das ist das, was möglich ist. Das heißt nicht, dass jeder so viel Fleisch essen sollte oder muss. Tierische Produkte sind auch gesund, aber nicht nur. Und deswegen sollten wir uns hierauf konzentrieren. Und damit können wir jetzt auf den, das ist noch eine andere Folie,
Darauf sollten wir uns konzentrieren, dass wir das so weit es geht reduzieren. Und niemand, da bin ich fest von überzeugt, muss auf, weiß nicht, ein Steak in der Woche oder mal ein Schnitzel verzichten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir oft 1, 2, 3, 4, 5 Mahlzeiten, die Fleisch oder tierische Produkte enthalten, am Tag essen. Das ist die Menge, macht das Gift, beziehungsweise macht das Problem, gerade auch was das Klima anbelangt. Wenn Menschen, wir treffen bei uns in der Akademie, treffe ich ganz viele vegan lebende Menschen, die einfach sagen, ich will nicht das Klima belasten, ich möchte die Tiere nicht ausbeuten. Viele Gründe, die für eine vegane Ernährung sprechen. Und da sind wir, ja, im Clinch ist übertrieben, aber da ist immer so ein bisschen diese Argumentation, weil ich Flexitarier bin, ich esse das, was auf den Tisch kommt. Wenn ich selber koche, weiß ich, was drin ist. Und ich bin nicht per se gegen tierische Lebensmittel. Ich weiß aber aus gesundheitlicher Sicht, also ernährungswissenschaftlich, aus ökologischer Sicht, Nachhaltigkeit, sind viele tierische Produkte ein Problem. Je weniger davon, desto besser. Und da muss jeder für sich sich ans Ohr packen, an die Nase fassen, wo auch immer hinfassen, um weniger zu konsumieren. Und das ist ein Weg. Ich bin heute immer noch nicht so weit, obwohl bei uns in der Akademie jeden Morgen am Buffet 3, 4 verschiedene vegane Milchalternativen stehen. Für meinen Kaffee, für meinen Tee am Morgen ist nichts dabei, was mir schmeckt. Mir. Wenn jemand was gefunden hat, meine Frau trinkt irgendwie Barista-Haferdrink, irgendwie sowas. Soll sie machen, schmeckt ihr perfekt. Für mich ist es das nicht. Und deswegen muss man da immer gucken, ich trinke aber sonst nur morgens meinen Kaffee mit Milch. Den ganzen restlichen Tag, wenn ich Kaffee trinke oder einen Espresso trinke, trinke ich den schwarz. Und jeder, jede muss für sich gucken, an welcher Stelle kann ich den Konsum, den Verzehr von tierischen Produkten, die Umwelt belasten, gerade tierische Produkte mit Kuhmilch, mit Käse, mit Rindfleisch. Das ist das Große, das sind große belastende Momente für das Klima. Und da muss sich jeder gucken, das zu reduzieren. Das wäre so meine Take-Home-Message schon mal vorweg, so zwischendurch. So kann das aussehen, wenn man eben verschiedene Regionen sich anschaut. Da haben die eben den Auftrag in den unterschiedlichen Ländern gegeben. Wenn ihr jetzt auf tierische Produkte verzichtet, also wenn ihr alles Fleisch, Fisch, Krustentiere etc., Käse weglasst, was bleibt dann über? Für manche ist fleischfreies Essen kein Essen. Das muss man dann auch akzeptieren, in Anführungszeichen, auch wenn es schwerfällt. Aber so erlebe ich auch bei uns Menschen, die sagen, eine Mahlzeit ohne Fleisch ist für mich keine Mahlzeit. Wenn die dann eine Woche da waren, einige sind so ehrlich und sagen, ach, das Fleisch hat mir gar nicht gefehlt. Wir machen Bratlinge, wir machen panierten Tofu, wir machen viele, viele, viele Sachen, die lecker sind, die aber, je nachdem von wo die Leute kommen, erstmal ungewöhnlich sind. Und da muss sich jeder auf den Weg machen und sich eine Route überlegen, wie kriege ich meinen tierischen Konsum oder den Konsum tierischer Lebensmittel reduziert. Und wenn ich mir das hier so anschaue, finde ich das sehr appetitlich. Und das sind unterschiedliche, wie gesagt, landestypische Gerichte. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo die alle herkommen, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber es sind eben ansehnliche, sättigende und schmackhaftende Sachen. Und meine Mission oder unsere Passion in der Akademie ist auch, eben diesen Vorbehalt gegen vegetarische, vegane Ernährung so ein bisschen aufzuweichen. Wohlweislich, dass das nicht für jeden die Lösung ist. Auch unter Umständen gar nicht sein muss. So, jetzt kommen wir zu dem, wie es ist. Das heißt, wir haben hier eine riesengroße ein rotes Tortenstück, was eben das Klima belastet und was das Problem ist. Da liegt das große Problem unserer aktuellen Ernährung. Wir essen zu viele tierische Produkte, wir essen zu viele verarbeitete Produkte, zu wenig Hülsenfrüchte, zu wenig Nüsse. Nüsse ist aus meiner Sicht am unterschätzten, ein sehr unterschätztes Lebensmittel, so rum ist es, glaube ich, gerade. So, das heißt, da können wir auch, was Sättigung anbelangt, was Nährstoffversorgung anbelangt, können wir ganz viel ausgleichen, ohne dass der Geschmack und der Genuss fehlen muss. Wenn ich mit Mandelmus oder Sesammus anstelle von Schmand oder Sahne eine Suppe, eine Soße verfeine, dann ist das unter Umständen genau der gleiche Genuss. Und manche merken es nicht mal. Also insofern muss man da sehr kreativ sein und einfach mal probieren. Und auch mit einer Wiederholung von Gerichten, mit einer Wiederholung von fleischfreien Gerichten, verfeinert sich auch der Geschmack und die Wahrnehmung von Aromen, und das muss nicht immer ein Schnitzel sein. Das ist definitiv so.
Zugesetzter Zucker ist ein diätetisches Problem, also ein gesundheitliches Problem. Da sollte man tatsächlich darauf verzichten. Je mehr Gemüse, je mehr Vollkorngetreide, desto besser. Das heißt, wir sollten eigentlich knapp 3/4 pflanzlich oder sogar noch mehr pflanzliche Rohstoffe oder Lebensmittel zu uns nehmen. Und dann sind auch kleine Mengen Fleisch. Ich liebe Käse. Ich möchte auf Käse nicht, ich für mich auf Käse nicht verzichten. Ich versuche Bio-Käse und ich esse nicht jeden Tag 100 Gramm. Also insofern die Menge reduzieren und dann feiere ich das, wenn ich denn dann Käse im Kühlschrank habe. Und ich versuche es aber zu reduzieren. Und wer Käse nicht mag, muss keiner Käse essen. Die Nährstoffe, die in den tierischen Lebensmitteln sind, bei streng veganer Ernährung, muss ich irgendwo herholen, das ist richtig. Es ist aber auch richtig, dass eine Mischkost, wie wir sie hier haben, dass das auch nicht gesund erhaltend ist. Das Cholesterin, das gesättigte Fett und ganz viele, das Tierleid, Ökoprobleme etc. etc. Also insofern, da gibt es auf beiden Seiten natürlich Probleme. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich letztens gelesen, wer das gesagt hat. Ein Extrem ist so schlecht wie das andere oder so schlimm wie das andere. Also das heißt, wenn ich das eine, westliche Ernährung, also Western Diet ist so Fastfood-mäßig, sehr viel Fleisch, sehr viel tierisch, wenig Gemüse, wenig Vollkorn, wenig Hülsenfrüchte und so weiter, also wenig gesundes Zeug, im Gegenzug zu streng Veganern nehme, dann ist beides extrem und muss nicht zwingend gesund sein. Und bei den ernährungsbedingten Krankheiten sehen wir das, dass durch diesen Teil hier, durch die tierischen Produkte, ein Großteil der gesundheitlichen Probleme hervorgerufen werden. Cholesterin, also Cholesterinprobleme, Fettstoffwechselstörungen gibt es nicht, wenn ich kein cholesterinhaltiges Fleisch oder tierische Produkte esse. Insofern weniger tierische Produkte, weniger Cholesterinprobleme. Es gibt Fälle, wo die Veganer strenge Diäten einhalten und trotzdem Probleme mit dem Cholesterin haben. Aber das ist, ich weiß nicht, ich kenne die Zahl nicht, 2-3% vielleicht von den Betroffenen. Also der Wechsel ist wichtig und hier haben wir diese Überversorgung nochmal verdeutlicht, wie viel das eigentlich ist, dass wir für diese Möglichkeit, was wir eben diese gesundheitlichen Grenzen, also gesundheitliche Begrenzung, dass wir da eben zum Teil 200% drüber sind. Und da muss jeder für sich, an welcher Stelle er oder sie auf tierische Produkte verzichtet, ist mir fast egal, aber eben daran arbeiten. Hier haben wir stärkereiche Lebensmittel, dass wir zu viel Chips essen, zu viel Fritten essen, zu viel Reis und Nudeln essen. Also das ist so ein, nicht nur die Kartoffel, sondern eben die schnell verfügbaren Kohlenhydrate, die sind zum Teil ein Riesenproblem für den Leber-Bauchspeicheldrüsen-Stoffwechsel und hier die tierischen Produkte für die Umwelt, aber auch eben über die gesättigten Fettsäuren und über das Cholesterin für die Gesundheit. Umsetzungsprobleme werden immer wieder auch von Kritikern oder von mahnenden Leuten genannt und ich habe ja mal 5 rausgewählt. Das eine ist, dass die Empfehlung, die ich hier gezeigt habe, beziehungsweise hier gezeigt habe, auf einen Kalorienbedarf von 2500 Kilokalorien gerechnet wird. Das ist jetzt ja so eine abstrakte Zahl, aber die Kritik geht dahin, ob das eben nicht viel zu viel ist. Ob gesundheitlich langfristig für alle eine Reduktion der Kalorienzufuhr deutlich besser ist. In verschiedenen Forschungsergebnissen gibt es eben diese Idee von 3/4 oder 60-70% satt essen und wenn ich merke, dass es im Magen ankommt, aufhören und nicht den Teller noch leer essen und weil es so lecker ist, noch eine zweite Kelle nehmen. Das ist eben ein Teil unseres gesundheitlichen Problems oder wird von manchen Wissenschaftlern so gesehen. Die radikale Veränderung, das ist sicherlich das, was am schwierigsten für alle sein wird, dass wir bestimmte liebgewonnene Speisen, normale Einkaufsgewohnheiten verändern müssen. Und Veränderung heißt für unser Gehirn immer Stress. Das Gehirn verändert sich nicht gerne. Gewohnheiten lassen sich nicht über Nacht. Ich nehme mir heute Abend vor, was ich morgen anders mache. Das funktioniert nicht, das brauche ich. Ein Training, das muss 30, 40, manche sagen sogar 50 Mal wiederholt werden. Psychologen sagen, dass das eine mindestens 24-fache Wiederholung braucht. Und deswegen ist das etwas, wo wir arbeiten müssen. Und es muss mehr Angebote geben, es muss normaler sein. Da hat sich die vegane Bewegung sicherlich auch verdient gemacht.
dass jetzt in jedem Supermarkt Alternativen zu kaufen sind und zu, auch vorhanden sind und die auch, ja, Lieschen Müller, die jetzt nicht im Reformhaus oder im Bioladen einkauft, die Möglichkeit hat, die theoretische Möglichkeit. Ich mache mir nicht den Spaß, an der Kasse mal zu gucken, wie viele vegane Produkte da in den jeweiligen Einkaufswagen liegen, aber rein theoretisch wäre es möglich, eine Alternative zu finden. Die Umsetzung, ja, ich muss Alternativen suchen oder eben mich herantasten. Auch beim Rewe im Bio-Supermarkt oder im Reformhaus gibt es 50 verschiedene pflanzlich-vegetarische oder vegane Aufstriche. Die sind nicht alle lecker, schmecken mir auch nicht alle. Und ich habe mich da durchgetestet. Wir haben jetzt so eine Mischung von, weiß nicht, ich habe immer die 7, 8 gleichen, die mir schmecken, weil ich die hauptsächlich esse. So, und da muss jeder für sich auf den Weg machen und eine Auswahl treffen. Und da gibt es wirklich ganz hervorragende Sachen. Die sind nicht kalorienarm. Das ist nicht Geschmackseinschränkung, sondern lediglich frei von tierischen Produkten. Einige gibt es sogar mit Frischkäse oder mit Parmesan oder mit Ei, verschiedene Sachen. Also da muss man sich einfach auf den Weg machen. Die landwirtschaftliche Veränderung, auch da muss man sich Gedanken machen. Da haben wir aber ja Experten, die sich damit auskennen. Da bin ich, Landwirtschaft bin ich jetzt, ich bin eher das, was in den Topf und auf den Teller kommt, der Experte. Aber das muss ineinander greifen. Es kann nicht nur die eine Seite was verändern, sondern das ist systemisch. Und last but not least die Bezahlbarkeit. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass sich nicht jeder stark verarbeitete Bio-Lebensmittel leisten kann. Das ist sicherlich die beste Empfehlung, die beste Variante. Aber da müssen wir halt auch gucken, wenn mehr Leute diese Lebensmittel kaufen, wird auch die Produktion steigen und der Preis sinken, so zumindest eine Theorie. Und deswegen muss man da das sehr kritisch sehen und die Leute mitnehmen. Und was nicht funktioniert, was wir Ernährungswissenschaftler ja in den 80er, 90er Jahren oft falsch gemacht haben, ist immer mit dem erhobenen Zeigefinger zu stehen. Du darfst nicht, du musst und lass das, das ist ungesund. Das funktioniert nicht. Verbieten funktioniert nicht, sondern ich muss Alternativen zeigen, ich muss die Auswahl erhöhen, die Leute haben, sowohl als auch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist auch ganz wichtig und das versuche ich meinen oder den Teilnehmern bei uns auch mitzugeben. Dann gibt es vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung und vom Nutrition Hub so einen Menüplan, den habe ich mal zusammengestellt. In Zukunft muss unser Menü anders aussehen. Das muss eben idealerweise zu Hause gegessen werden. Das selber machen hat in Corona zugenommen. Das sollte auch beibehalten bleiben, dass man wieder sich um seine Lebensmittel kümmert. Wo kommen die her? Wie werden die zubereitet? Regional, saisonal ist das große, große, große Thema, weil damit auch durch den Transport verursachte CO2-Belastung ausbleibt. Das wird natürlich schwierig. Auch bei uns in der Akademie, wenn wir da jetzt, geht es auf den Herbst zu, auf den Winter, wenn wir dann das Salatbuffet mit 6, 8 Salaten werden da für die Teilnehmer zubereitet, wenn das dann, es gibt Bohnen oder Linsen oder andere Hülsen, Kichererbsen vielleicht als Salat, dann noch irgendwie ein Getreide und dann gibt es Rotkohl, Weißkohl, Rosenkohl, so, dann sitzen die im Seminar und haben fürchterliche Blähungen. Also insofern, das ist auch ein Problem. Das kann man fermentieren, dann ist es ein bisschen bekömmlich, aber letztendlich muss man da auch mal gucken, dass der Spaß und der Genuss nicht zu kurz kommt. Langfristiges Ziel muss weniger Fleischkonsum oder tierische Produkte sein. Und deswegen eine ganz simple Geschichte, dass Kinder nicht mehr kochen können oder kochen lernen können, ist ein Problem. Da muss man halt überlegen, wie kriegen wir das hin. In anderen Ländern ist es ein bisschen besser, da ist die Schulverpflegung geregelt, da kriegen alle Kinder ein hochwertiges Essen, das ist eben auf Staatskosten. Das wäre auch was, was mehr oder weniger jetzt in Deutschland an der Zeit wäre, meiner Meinung nach. Der zweite Gang wäre eben halt dann mehr Sinn statt Gewinn, dass die Leute nachhaltiger produzieren, dass eben auch ein Lebensmittel, was aus der Region stammt, was von Menschen aus der Region verarbeitet worden ist, dass das einen höheren Stellenwert hat als das billigste Produkt, dass das eben ein Mindshift benötigt oder bedarf, um einfach da besser zu werden. Ich weiß nicht, gibt es in Königstein einen Unverpacktladen? Wir haben jetzt seit einiger Zeit in Oberursel einen Unverpacktladen.
Unverpackt heißt, da sind große Behälter, wo ich dann mit meinem Glas oder meiner Tüte, nee, Tasche, wie auch immer, dahin gehe und das unverpackt kaufen kann. Das muss ich aber wollen. Da schleppe ich meine Verpackung hin und den Inhalt wieder mit nach Hause. Und das ist aufwendig, da muss man sich umgewöhnen. Und das ist auch ein Lernprozess, dass ich, weiß ich nicht, bestimmte Reissorten, bestimmte Hafersorten, die hat zum Beispiel Hafer aus Hessen. Weiß nicht, wo Haferflocken herkommen, die sie im Schrank stehen haben. Viele machen sich da gar keine Gedanken. Brauche ich Hafer oder jetzt ein anderes Beispiel, Leinsamen aus Kanada? Der wächst hier bei uns auch. Mecklenburg-Vorpommern gibt es große Leinsamenfelder. Da kann ich, wenn ich will, Rücksicht drauf nehmen. Exotische Nüsse und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Ansätze, mit denen man das verbessern könnte, wenn man sich die Mühe macht. Weniger Verpackung und eben diese Lebensmittelwerbung, das ist ja auch immer mal wieder in der Presse, dass man diese ganzen Kindermilchschnitte und Haribo und weiß nicht was versucht zu unterbinden. Der dritte Gang ist letztendlich, dass sich die Stadt selber versorgt, dass die regionalen Kommunen auch mehr Verantwortung übernehmen. Fast Food anstelle von Fast Healthy statt Fast Food, also dass man da auch die Bewusstheit entwickelt oder das Bewusstsein entwickelt, eine bessere Qualität vor dem schnellen und preiswerten Konsum zu haben. Das ist das größte Problem. Ich hatte letzte Woche das Glück oder das Vergnügen, in einem Kindergarten in Oberursel zu hospitieren, weil ich die Kindergartenköchin vor der Corona-Pandemie mal geschult habe und wollte mir das mal angucken, wie funktioniert das heute. Ich kenne das von meinen Söhnen, das ist aber ewig her. Und da gibt es ganz viele gute Ansätze, wenn es in der Küche in der Kita eine Küche gibt, wo Köchinnen zuständig sind und sich um den Speiseplan kümmern und ein hochwertiges Essen bemüht sind zu kredenzen. Und das sollte eben auf kommunaler Ebene, auf Städteebene, sollte das verpflichtend sein, für alle Kinder in den Einrichtungen eine gute, was gut ist und gesund ist, ist immer, ne, muss man gucken, welche Brille man aufhat. Ich kann mich erinnern, dass es mal eine Diskussion in Berlin gab, da durfte ein Kita-Essen 1,92 kosten. 1,92 Euro. Was soll man außer Nudeln mit Tomatensauce für 1,92 Euro, vielleicht noch einen Apfel oder ja, einen wirklich schlechten Joghurt dazu. Also das ist auch ein Problem, dass uns gesellschaftlich gesunde Ernährung nicht wirklich was wert ist. Und die Kosten von zu viel Zucker, von den falschen Lebensmitteln, zu wenig Faserstoffe, zu wenig Gemüse, zu wenig sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist etwas, was wir auch in die Zukunft verschieben. Und diese Belastung, Typ 2 Diabetes hat man heute schon bei Kindern, bei Grundschulkindern, 4. Klasse oder Anfang der weiterführenden Schule, 5. Klasse. Die haben Gefäße, die man früher bei 60-Jährigen gesehen hat. Also so degeneriert, so krank, so verändert. Und deswegen muss man da ansetzen und ich bin guter Hoffnung, dass das funktioniert, wenn nur genug in die richtige Richtung geht. Hier nochmal aus dem Jahr 2015 eben diese Bilanz, die CO2-Bilanz. Und ich muss ja gar nicht reine vegane Ernährung umsetzen. Ich kann ja auch eine Mischkost haben, wo ich gelegentlich mal einen Joghurt esse, wobei auch Soja-Joghurts immer besser werden. Also insofern, da muss ich auch den Mut haben, immer mal wieder zu probieren und zu gucken, was schmeckt mir, was kann ich als Alternative einsetzen, ohne dass ich dann sage, heute gibt es lecker Soja-Joghurt. Das muss nicht sein, sondern es muss mit Spaß gemacht werden, das muss eben entsprechend umsetzbar sein. So, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne noch zur Verfügung. Ansonsten geht es mit dem Programm weiter. Danke. Genau, ich würde jetzt einfach nochmal das in die Runde geben. Also wer Fragen stellen will, dem bringe ich gerne auch das Mikro vorbei. Jetzt wäre die Zeit für Fragen im Plenum. Im Zweifelsfall dann nachher persönlich. Ja, danke schön für den spannenden Vortrag. Mich würde interessieren, ob es aus ernährungswissenschaftlicher Sicht Argumente gibt, die für eine rein pflanzliche Ernährung sprechen. Also wir haben gehört, dass aus der Sicht der Ethik
es richtig ist und aus Sicht der Ökologie, der Nachhaltigkeit, rein pflanzliche Ernährung Sinn macht. Es findet regelmäßig alle 2 Jahre ein wissenschaftlicher Kongress in Berlin statt, VegMed nennt sich das, diese Veranstaltung. Und die sammeln alle gesundheitsbezogenen Studien, die sich mit vegan-vegetarischer Ernährung auseinandersetzen. Und da ist belegt, dass eine vegan-vegetarische Ernährung die gesündeste Ernährungsform ist, wenn ich bestimmte Lebensmittel weglasse, also keine Milchprodukte esse, kein Ei esse, wenn ich keinen Käse esse, etc., etc., muss ich Sorge tragen, also muss ich mich darum kümmern, dass ich die Nährstoffe, die in den tierischen Lebensmitteln sind, supplementiere. B12, Eisen, Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es verschiedene Untersuchungen und Studien, dass in der pflanzlichen Kost nicht immer alles drin ist. Und es gibt auch das Phänomen, das habe ich jetzt in dem Vortrag noch gar nicht gesagt, aber diese sogenannten Pudding-Vegetarier. Die essen kein tierisches Produkt, keine tierischen Lebensmittel, aber auch nichts Gesundes, sondern irgendwelche artificial, also künstlich stark verarbeiteten Produkte. Da besteht die Gefahr, dass ich esse ja vegan, ich bin gesund. Nee, das ist nicht pauschal so. Deswegen, wer vegan lebt, sollte sich mit seiner Nährstoffversorgung auseinandersetzen und gucken, gibt es Supplemente, gibt es eine bestimmte Lebensmittelkombination, die meine Eiweißversorgung sicherstellt, die meine Omega-3-Fettsäurenversorgung sicherstellt und. Das muss man individuell sehen. Aber über den Globus, und das sind Wissenschaftler aus der ganzen Welt, aus Indien, aus Amerika natürlich, aber auch Australien haben wir einmal als Gast da gehört. Das Fund steht auf der Seite der veganen vegetarischen Ernährung, wenn ich die Defizite, die möglich sind, ausgleiche. Und das habe ich aber bei Mischkost auch. Die Leute, die mit Fettstoffwechselstörungen, mit Herzinfarkt, Schlaganfall etc. behandelt werden müssen, haben zwar eine Mischkost, aber eben zu viel tierische Produkte mit gesättigten Fettsäuren, mit Cholesterin, zu wenig Bewegung, zu wenig Faserstoffe und. Also insofern, das ist, ich würde es nie sagen, nur so oder nur so. Und deswegen, für mich ist Flexitarismus, also wenn ich eingeladen bin und da grillt jemand Fleisch oder Fisch, dann esse ich den. Ohne zu fragen, ist der gewaltfrei geerntet? Das kann ich machen, macht mich aber ja vielleicht zum Außenseiter und ich will das nicht. Ich habe genug mit dem Essen zu tun, also im Job, und da will ich nicht im Privaten auch noch sagen, ich habe mir da mein was auch immer mitgebracht, kannst du mir das auch grillen? Also insofern muss jeder für sich eine Lösung finden. Und ich finde eigentlich in der Mitte die beste Position. Und ob das jetzt mit viel oder regelmäßig, ich stelle mir auch nicht den Wecker, oh, du hast diese Woche noch kein Fleisch gegessen. Wenn das passiert, esse ich das, genieße ich das auch meistens. Und wenn nicht, ist auch gut. So, und deswegen muss man da auch am Mindset arbeiten, meiner Meinung nach. Es gibt nicht die gesunde Ernährung, nur eine gibt es sowieso nicht. Das ist für jeden individuell und Nährstoffbedarf deckend, das ist das Wichtige. Dankeschön. Bitte. Ja, hier ist noch eine Frage gekommen. Ja, es sind eigentlich 2 Fragen. Und zwar sagten Sie, die Nüsse seien ein so unterschätztes Lebensmittel. Können Sie das vielleicht nochmal erläutern und dabei auch auf die Cashew eingehen? Und das Zweite ist, die zweite Frage ist, als ich hierher kam, dachte ich, er sagt bestimmt irgendwas zur Avocado. Jetzt hat er aber nichts gesagt zu Avocado und nun frage ich nochmal nach. Gut. Cashewnüsse, da haben Sie mich auf dem falschen Fuß nicht erwischt. Da habe ich absichtlich auch nichts zu gesagt, weil Cashewnüsse natürlich aus Übersee kommen und eben auch sehr häufig in Monokulturen gewonnen werden. Und die Ernte ist auch ein bisschen problematisch für die Frauen, die das machen, was die Hautgesundheit anbelangt. Und Cashewnüsse würde ich da nicht zuzählen. Sind zwar Nüsse, beziehungsweise botanisch, glaube ich, ist es irgendwie eine Steinfrucht, aber wird bei uns als Nuss verzehrt. Und das finde ich auch eher kritisch, auch Pekannuss oder eben so Macadamianuss. Wir haben Walnuss, wir haben Haselnuss, wir haben Mandeln in Europa, nicht alles in Deutschland, gut, aber das ist zumindest ein bisschen näher als Australien. Und da würde ich eben regionale Nüsse empfehlen, wegen der Fettsäuren, wegen der Faserstoffe, wegen des Eiweiß, der B-Vitamine, der fettlöslichen Vitamine. Also da mehr regional und wenig Exotik, idealerweise. Und dann bin ich wieder beim Unverpacktladen. Da kann ich mir meine Mischung selber zusammenstellen. Also alles, was regional ist aus Europa, könnte ich wählen. Haselnuss, Walnuss, Mandeln.
Und dann wird es schon schwieriger mit Exotik, also mit weiteren Sachen, aber wäre eine Möglichkeit. Und Avocado habe ich absichtlich nicht erwähnt, habe ich früher immer gegen gewettert, weil es ja einen sehr hohen Wasserverbrauch hat und auch jetzt nicht hier um die Ecke irgendwo geerntet werden kann. Wenn man aber überlegt, was Menschen, die auf tierische Produkte verzichten, mit Avocado ersetzen, ist es unterm Strich besser, sie essen Avocado aus Übersee, als ein regionales Rindersteak oder was auch immer. Also insofern muss man mal gucken, gegen was man das austauscht. Aber unterm Strich, Sie haben recht, die Belastung für die Umwelt, Monokulturen, auch bei Avocados und Wasserverbrauch, ist ein Thema, was man tatsächlich auch langfristig bedenken muss oder soll. Weil das ist ja auch ein Thema, dass wir immer weniger Wasser zur Verfügung haben oder dann zum Teil Trinkwasser für die Bewässerung von Pflanzen verwendet wird. Und insofern, ja, das sind zwei Sachen, wo Sie recht haben, dass man das genau beobachten bzw. für sich eine Entscheidung treffen muss. Wobei es gibt so leckere Rezepte mit Avocado. Da muss man immer gucken, so, wie häufig mache ich das? Jetzt letztens irgendwas gelesen von frittierten Avocadoscheiben oder so auf einer Speisekarte. Es gab noch was anderes, was mich mehr interessiert hat. Deswegen habe ich dann was anderes gegessen. Aber so, auch da wieder ein Stück weit die Menge macht das Gift oder macht das Problem jetzt nachhaltig oder für das Weltklima. Beantwortet? Gut, wenn es jetzt nicht weitere Fragen gibt, ich glaube, die Zeit ist auch schon vorangeschritten, dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei Herrn Rutkowski. Genau, er wird nachher auch noch für Fragen zur Verfügung stellen. Jetzt blicke ich einmal in die Runde. Zu viel Input, brauchen wir eine Pause? Nicht unbedingt. Ja, genau, also wir hatten jetzt... Mutter Natur stellt es auf den Tisch, was Vater Staat befiehlt und wir müssen es essen. Nee, Herr Rutkowski guckt mich, glaube ich, böse an. Und alle Eltern hier im Raum, Moment, ja, und vielleicht auch live zugeschaltet, werden auch die Nase rümpfen. Das ist natürlich nicht, sondern, ja, Eltern... Wir wissen auf jeden Fall, dass es was sehr Individuelles ist, Ernährung. Das hat der Herr Rutkowski auch schon gesagt. Und das Schöne einfach an der Planetary Health ist eigentlich ja die Grundaussage, die Erde hat genug zu bieten, um alle Menschen gesund und auch schmackhaft zu versorgen. Das ist einfach schön und da können wir darauf hinarbeiten, dass es auch in Praxis dann so ist und eben ja, der Hunger, dem ein Ende bereitet wird. Genau, ich hatte gesagt, Eltern kennen die Bedürfnisse ihrer Kinder, versuchen die kennenzulernen. Und das ist jetzt, wenn man sagt, ich habe besondere Bedürfnisse, das ist jetzt keine Ausrede für die Argentinien-Rindfleisch-Diät. Ich glaube, das ist klar geworden, dass wenn man sich nur von Rindfleisch ernährt, dass die schlechtestmögliche Variante fürs Klima ist. Genau, aber besondere Bedürfnisse spielen eine große Rolle und besonderes Bedürfnis, was man auch bei der Ernährung vielleicht beachten sollte oder wo die Ernährung eine große Rolle spielen kann, ist das Bedürfnis nach Linderung von Kopfschmerzen. Und deswegen freue ich mich jetzt, die Frau Dr. Jagella begrüßen zu dürfen. Perfekt, mal wieder übergeleitet. Ich bin überrascht, wie Sie das hinbekommen. Genau, also sie ist noch gar nicht lange in Königstein. Ich sag mal, das bergige Terrain liegt ihr, glaube ich, noch viel mehr. Und ja, ich denke, sie darf sich jetzt einfach vorstellen. Und ich bin gespannt, ja, was sie zu sagen hat. Ja, ich freue mich sehr, hier sprechen zu können und kann wirklich ja praktisch nahtlos an den Vortrag auch von Herrn Rutkowski anschließen, mit vielleicht gewissen... Ich brauche noch die Folien dann mit gewissen Akzenten. Ich bin seit einem Jahr jetzt in Königstein. Ich habe sehr, sehr lange in der Schweiz gelebt.
die natürlich erstmal sowieso mit Gesundheit assoziiert ist, und bin jetzt aber eben auch an einen Ort gekommen, der auch mit Gesundheit assoziiert ist, eben an einen Kurort. Das ist erstmal etwas Ungewöhnliches auch für Schulmedizinerinnen und Mediziner, aber ich fühle mich recht wohl hier und bin auch in der Klimakommission schon gelandet der Stadt, als Vertreterin der Kurkliniken. Diesen altmodischen Begriff möchte ich durchaus auch neu interpretieren. Vielleicht hat diese Idee der Kur, einfach mal wochenlang an einem Ort zu sein und sich nicht mit großen Dingen, sondern mit vielen kleinen zu beschäftigen, auch etwas für sich. Und vielleicht kann man das auch mit der nachhaltigen Diät oder mit der nachhaltigen Ernährung kombinieren. Das werden wir vielleicht sehen. Und ich möchte Sie bitten, einfach auch zu fragen, und wenn es etwas nicht verständlich ist, ich mache ein wenig einen kleinen Parforce-Ritt jetzt durch dieses Thema Kopfschmerzen und Migräne und Ernährung. Was hat das denn nun wirklich mit dem Klima zu tun? Wenn ich mal so in die Runde fragen darf, wenn ich jetzt frage, was ist Energie für Sie, an was denken Sie als erstes? Ich sage Energie. Was fällt Ihnen als erstes ein? Einfach so ganz allgemein gesprochen. Die Sonne, das ist sehr gut, das ist schon sehr ökologisch und noch viel praktischer. Wir sprechen natürlich jetzt über Öl, wir sprechen über Gas, wir sprechen über Heizung und alternative Energien, Wärmepumpen, ja, das ist das eigentlich, was man so denkt, wenn man im Moment die Nachrichten hört und an Energie denkt. Aber wer denkt sich das alles aus? Daran denken wir immer zu wenig. Das Gehirn. Das Gehirn braucht die Energie überhaupt, um sich diese Dinge ausdenken zu können, um sich Gedanken zu machen, wie Herr Rutkowski, wie können wir denn gesünder leben, was können wir denn überhaupt machen, das ist ja ziemlich anstrengend. Und unser Gehirn ist eigentlich das Organ, das am meisten Energie benötigt. Jetzt müssen Sie mir helfen, am besten hier einfach runter. Nicht, dass ich jetzt... Ah, ich kann es mit dem machen. Das ist ja wunderbar. Nach rechts. Ich habe das ausgemacht. Auf der Seite, Entschuldigung. Das ist ich mache mir ein bisschen, dass ich nicht zu lange spreche. Okay. Mitreißen lasse. Ja. Also, genau, jetzt nach rechts, oder? Genau, einfach immer nach rechts. Dann. Okay. Also, wir bleiben regional. Wer erkennt das? Ja? Ja, wunderbar, genau. Die liegt ja ein bisschen weit oben, oder? Da muss man ein bisschen laufen. Das ist ein schönes Ziel für eine gemächliche Wanderung. Jetzt gibt es Menschen, die haben Migräne. Da kommen wir noch dazu. Das ist eine Kopfschmerzerkrankung. Und wenn die ein Ziel haben, dann fängt das Hirn an zu feuern und sagt, da will ich hin, von A nach B, zur Burg. Und das Gehirn startet durch, wie ein Ferrari. Und tatsächlich sind die Migräne-Menschen mit ihren Zielen, wenn sie sich ein Ziel vornehmen, ziemlich schnell da oben. Aber was passiert, wenn man zu schnell fährt mit einem riesigen Motor, der dann aber vielleicht zu wenig Benzin hat oder das Falsche? Was passiert damit? Magst du gerade antworten? Genau, super. Der geht aus, ne? Der ist total überhitzt. Der hat nicht die richtige Energie gehabt oder zu wenig oder hat einfach nicht gepasst. Und dann hängt er da oben an der Burg und kommt nicht weg und der Spaß ist auch nicht wirklich bei dem Ganzen dabei geblieben. Also gut, bei der Migräne. Migräne ist eine Kopfschmerzerkrankung, die mal da ist und mal nicht da ist, aber mit der man ein wenig auch zur Welt kommt. Zumindest mit der Anlage dazu, gibt es ein Mismatch. Ein Mismatch ist so neuenglisch, das heißt, es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was man braucht und dem, was man hat. Und das können wir natürlich, ich möchte Sie gerne einladen, diese Idee des Mismatch auch auf alle möglichen anderen Themen zum Klima auch zu extrapolieren, die einfach sich vorzustellen. Wir haben eben ständig ein Mismatch, Herr Rutkowski hat das Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Planeten angeführt. Energie und Nahrung betreffend, denn Nahrung ist ja Energie letztlich, das werden wir gleich sehen. Und bei Migräne ist es ganz besonders so.
Das Migränehirn, das hat einen ganz, ganz hohen Energiebedarf in bestimmten Situationen, weil es eine sehr hohe Reizbarkeit hat. Das hat auch viele positive Aspekte, aber eben die Energiereserven erschöpfen sich auch schnell und trotzdem muss das Gehirn ernährt werden. Und das ist dann eine Situation, wenn diese Nerven feuern und ganz, ganz viel Energie immer weiter brauchen, dann kommt es zu einer Überlastung und dann entstehen Stoffe, die schädlich sind für die Zellen, eben ein sogenannter oxidativer Stress. Da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, weil dieser ist eigentlich der Auslöser, dass die Schmerzattacke in Gang kommt. Und früher, das ist eine so bekannte Erkrankung, schon seit über 1000 Jahren ist das beschrieben, man kann wirklich sagen, Migräne gibt es schon immer. Frage ist sie wirklich so häufig gewesen wie jetzt? Das wird niemand beantworten können. Man könnte die Hypothese stellen, und es gibt einige Wissenschaftler, die das machen, dass Migräne auch gewissermaßen eine Umwelterkrankung ist, weil sie eben mit einem sehr, sehr speziellen Gehirn auf Reize ungenügend reagieren kann, sich auch oder eben auch überreagiert, eben zum Beispiel auch auf Umwelttoxine, aber das ist noch nicht wirklich bewiesen. Aber 20% der Bevölkerung leiden an Migräne im Verlauf ihres Lebens. Das ist relativ viel. Es sind wahrscheinlich, schätze ich mal, mehr als 10 Personen hier. Und dann können wir es, niemand muss das sagen, aber vermuten, dass von 10 mindestens 2 einmal oder häufiger in ihrem Leben eine Migräne haben. Gottlob nicht ständig. Es gibt aber Menschen, die haben schwere Migränen und das ist ein Problem. Und ich bin ja, leite die Migräneklinik jetzt hier seit einem Jahr in Königstein. Die hat eine große Tradition hier und die hat auch damals schon seit den 70er Jahren mit Ernährung gearbeitet. Allerdings einer ziemlich krassen Ernährungsdiät, das war die sogenannte Meyer-Diät. Da durfte man nur ein hartes Brötchen und warme Milch zu sich nehmen und das über Tage und Wochen. Das war ziemlich schlimm. Aber es gibt Patienten, die sagen, nach einer gewissen Zeit, wo es ihnen erst am Anfang schlecht ging, sind sie aus dieser schlimmen Migräne rausgekommen. Also ein Nervensturm und im Hirn ein erhöhtes reizbares Hirn trifft auf einen reduzierten Zuckerstoffwechsel. Zucker ist nämlich die Hauptenergiequelle des Gehirns. Und vor einem Migräneanfall, das finde ich eben sehr interessant, sind die Symptome häufig ähnlich, wie wenn man unterzuckert ist. Wer hat schon mal eine Unterzuckerung so andeutungsweise gespürt? Wer kennt dieses Gefühl? Hui, das sind jetzt wirklich viele. Und das sind nicht, müssen nicht alles Menschen mit einer Zuckerkrankheit sein. Aber wenn man eine ganze Zeit lang wenig isst, dann meldet sich der Körper, der braucht den Zucker. Das Gehirn ist, will sowieso den Zucker immer haben, aber auch der Rest des Körpers. Man ist zittrig, man schwitzt. Man ist sogar manchmal verwirrt, man kriegt die Gedanken nicht mehr zusammen, man wird aggressiv. Das soll bei Männern besonders so sein, wenn die nicht rechtzeitig essen, dann sagen manche Frauen, ui, jetzt wird er aber, jetzt müssen wir, was, sie lachen da, ha? Sie erkennen sich wieder. Also das, und so ähnlich ist es auch vor einem Migräneanfall. Die Hypoglykämie. Der Nervensturm, das ist ein ganz, ganz alter Begriff und eben ist ein Ausdruck eines speziellen Gehirns, das aber eben auch sehr rasch funktioniert und das ist wahrscheinlich der Vorteil der Migräne. Gut, also wenn dann diese Welle anrollt, dann, das ist ungefähr so, fängt so langsam an, baut sich auf und wer schon mal eine große Welle gesehen hat oder auch eine kleinere, kann sich das vorstellen, das machen die Nervenzellen im Hirn, die bauen sich auf. Und dann wird das vegetative Nervensystem aktiviert, das ist das unbewusste Nervensystem. Was ist alles unbewusst? Weiß das jemand, welche Funktionen zum Beispiel unbewusst sind, die man nicht so direkt steuern kann? Man kann sie indirekt beeinflussen und darum geht es dann auch in der Migränetherapie. Was könnte das sein? Atmung, genau. Also versuchen Sie, die mal zu unterdrücken. Ne? Das macht es von selber, ganz genau. Was noch? Ja? Ja, natürlich, das ist auch ein Reflex. Das spielt sich auch in tiefen Zentren des Gehirns, dem Hirnstamm. Sehr gut, da. Blinzeln können wir eigentlich auch nicht unterdrücken. Auch noch einfacher, Hunger
können wir auch nicht wirklich auslösen, sondern können wir natürlich üben, zu sagen, ich habe jetzt keinen Hunger, aber wir haben ihn dann trotzdem irgendwann. Und auch Durst, Schlafen, Wachen, all das ist das unbewusste Nervensystem. Und das nennt man vegetativ, weil das wie so eine Pflanze, ja, so vor sich hin waltet und schaltet, aber essentiell ist. Ne? Und das wird aktiviert. Und durch diese Aktivierung kommen dann eben ganz verschiedene Schmerzzentren zum Tragen. Zum Beispiel hier diese Region, Hypothalamus, wo ganz, ganz wichtige unbewusste Funktionen, unter anderem Hunger und Durst, gesteuert werden. Und dann geht es los, das Hirn fängt an zu feuern in bestimmten Regionen und dann haben wir die Migräneattacke. Mit ihren typischen Symptomen. Sehstörungen sind sehr häufig, aber sie müssen nicht sein. Es gibt mehr Menschen, die keine Sehstörungen und andere Symptome haben bei der Migräne, als die, die welche haben. Aber das ist so der Klassiker. Und dann sieht man so jemanden, das ist eine Frau. Das ist aber nicht, weil das jetzt irgendwie wieder die Frauen sind, die immer Migräne haben, sondern tatsächlich, es ist nun mal so, Frauen haben häufiger Migräne als Männer, das ist eine Tatsache. Aber wenn Männer Migräne haben, kann ich versichern, die haben es auch schwer. Also die leiden genauso wie Frauen, aber es sind weniger. Das hat verschiedene Ursachen, nicht nur die Hormone. Und ja, wer mal jemanden hatte in der Familie, der Migräne hat, der sieht, dass er mitleidet. Das ist ein sehr berühmtes, altes Bild. Was sehen wir da? Da sehen wir auch viele Symptome der Migräne. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, aber so etwas, was man sieht, hier ist die Patientin, die hält sich den Kopf, und zwar so auf einer Seite. Migräne ist meistens halbseitig, das ist sehr, sehr typisch. Und was machen denn die anderen da? Können Sie das erkennen? Könnt ihr das erkennen? Was macht der Mann zum Beispiel? Der hat ja die Schuhe aus. Ganz genau, super, sehr, sehr gut, perfekt. Die kann das überhaupt nicht haben, die ist super überempfindlich für Geräusche. Und was man noch bemerkt, das sehen wir jetzt hier noch, es gibt einen Lichtblick, das Fenster ist auf. Die möchten frische Luft und wir sehen dahinter Bäume und damit komme ich so langsam auch zu unserem Natur- und Ernährungsthema. Man kann etwas tun, dass die Migräne nicht so häufig vorkommt, aber eben, wenn sie da ist, dann ist frische Luft tatsächlich schon mal sehr gut, aber auch zwischen den Anfällen. Und was machen wir denn jetzt, wenn wir so eine Situation haben, wir haben Anfälle und dann wieder keine Anfälle? Das ist das, auch das Gemeine an der Migräne. Man kann wochenlang nichts haben und plötzlich kommt sie. Und jetzt will man halt einen Ausgleich schaffen in diesem einfach nicht balancierten Energiestoffwechsel des Hirns, dass es immer schön regelmäßig auch seine Energie bekommt, denn ein wichtiger Auslöser, das werden wir noch sehen, ist eben ein Energiedefizit, ein Zuckerdefizit im Hirn. Und ich habe mir überlegt, ja, es ist eigentlich wie Wellenreiten. Man muss versuchen, diese ganzen Stressoren zu minimieren, die dazu führen, dass ein Migräneanfall kommt. Und das klingt jetzt erstmal ja eigentlich ganz einfach. Ne? Ich habe diesen Comic, hey, die Migräne ist weg, das ist ja super. Leider geht es nicht so einfach. Das Gehirn ist unser wichtigstes Organ. Gut, auch ohne Leber lebt es sich schlecht und ohne Herz, sagen die Kardiologen, ist das auch nicht gut. Aber letztlich ist das Hirn doch das, was alles steuert. Und das braucht am allermeisten Energie, um alle Funktionen aufrechtzuerhalten, die bewussten und die unbewussten. Und das will diese Energie einfach haben. Wo holt es die denn jetzt her? Vom Essen. Trinken ist auch gut, das sagt sich, egal wie, ich brauche das. Ne? Und da ist es nicht sehr wählerisch. Und das Migränegehirn braucht noch mehr Energie, um es mal so ganz einfach zu machen, besonders in bestimmten Phasen. Und da ist es gar nicht wählerisch, das nimmt, was es kriegen kann. Und dem ist es auch ganz egal, ob es ökologisch ist oder nicht, weil es sind immer nur ganz bestimmte überhaupt Energiequellen, die ins Hirn vordringen. Und damit sind wir jetzt bei einem Thema, wie kann man die Ernährung eigentlich damit verbinden? Und es gibt eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Diese Blut-Hirn-Schranke verhindert, dass schädliche Stoffe ins Gehirn gelangen. Und große Stoffe sind das vor allen Dingen, große Moleküle. Und
was am schnellsten geht, und da ist das Hirn genauso wie wir auch als ganzer Mensch, ist schneller Zucker. Ne? Schneller Zucker, industrieverarbeiteter Zucker, das nimmt das Gehirn sofort und kann es sofort umsetzen und ist erstmal vollkommen zufrieden damit. Und was macht das aber? Was passiert, Herr Rutkowski, was passiert denn, wenn wir jetzt so ein ordentlich, ich nehme so einen Energy-Drink mit x Zuckermolekülen oder irgendwas anderes, und was passiert dann mit dem Insulin? Das wird ausgeschüttet. Das Insulin, das versucht, diesen Zucker sofort in die Zellen zu bringen, damit das raus ist. Die Zellen haben dann das, die können damit arbeiten. Und dann gibt es eine Gegenregulation. Das schaukelt sich hoch, plötzlich ist wieder zu wenig Zucker im Blut. Dann nimmt man den nächsten Energy-Drink. Und ein Hirn, das jetzt nicht, das so wie so ein Migränehirn funktioniert, eben immerhin 20% der Bevölkerung, nicht unerheblich, auch statistisch jetzt auch für den Planeten, holt sich den nächsten Shot sozusagen. Und dieser Zucker, den es sich holt aus diesem normalen Industriezucker, auch Fruchtzucker leider, Fruchtzucker ist eben doch recht in Verruf gekommen, jetzt nicht nur, auch in der normalen Ernährungswissenschaft wurde sehr lange sehr gelobt, jetzt sagt man, zu viel Zucker ist eigentlich nicht gut, auch nicht von Früchten, dann bilden sich schädliche Stoffe beim Abbau, der oxidative Stress entsteht, und es gibt alternative Energiequellen, wenn wir fasten, oder wenn wir lange nichts zu essen bekommen, dann können wir umstellen auf einen anderen, dass wir uns die Energie aus Fett holen. Ich will da aber nicht näher drauf eingehen, das ist eine komplexe Geschichte, auch mit Für und Wider, aber es ist die ketogene Diät, aber wir können unser Gehirn stabilisieren, indem wir wenig Zucker essen, sehr, sehr wenig, manchmal auch in schweren Fällen, das kann funktionieren. Und dann geht es uns besser, weil wir diese Schwankungen nicht haben. Übrigens nicht nur Menschen, die Migräne haben. Das ist ein alternativer Energiestoffwechsel. Aber wir müssen auch da bestimmte Dinge beachten, wie Mikronährstoffe, ähnlich wie bei den Veganern. Es ist eben kompliziert. Damit möchte ich Sie nicht plagen. Aber was eine wichtige Sache ist, ist, wo die Energie entsteht, das sind die Mitochondrien, das sind kleine sogenannte Zellorgane, Organellen, im Zellkörper, die produzieren unsere Energie. Denn irgendwo muss ja die Nahrung, die wir herbekommen, erstmal in Glucose, in Energie umgewandelt werden. Oder in ATP, ist eigentlich unser Hauptenergiestoff. Das passiert da. Die sind bei Patienten mit Migräne, das weiß man mittlerweile, tatsächlich nicht so funktionsfähig. Aber auch bei Gesunden hilft es, die zu stärken durch bestimmte Ernährung, durch bestimmte auch Mikronährstoffe, da sind wir bei den B-Vitaminen, die fehlen halt den Veganern, das muss man einfach sagen, das ist kritisch, kann kritisch werden, und natürlich erst recht, wenn Sie eine Migränedisposition haben, die brauchen Sie ganz besonders, vor allem Vitamin B2, das Riboflavin. Wenn wir, dieser oxidative Stress, der entsteht durch die verschiedensten Dinge, und ich kriege bald den Bogen jetzt eben zum Thema Klima noch, hoffe ich, klarer. Alles, was das vegetative Nervensystem stresst, macht oxidativen Stress, schädliche Produkte entstehen und es kommt zu Entzündungsreaktionen und sogar zum Zelltod. Das muss nicht sein, aber es kann sein. Und da sind auch emotionale Belastungen. Sie sprechen von Liebe, Liebe zur Natur, das ist ein so wichtiges Thema. Nicht nur Liebe zur Natur, Liebe in der Partnerschaft, Freundlichkeit, positive Erlebnisse, all das ist nachhaltig und gut für uns. Und das können wir, dieser kleine Exkurs sei mir jetzt doch erlaubt, weil Sie haben gefragt, was ist meine Liebe zur Natur? Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht. Vom Kleinen ins Große und vom Großen ins Kleine, das ist in der Medizin so, das ist aber auch so, wenn wir uns mit Natur beschäftigen. Man kann immer tiefer gehen, immer kleiner, und man entdeckt immer mehr. Und so ist es natürlich auch mit einem Menschen, den man sehr, sehr gerne hat. Man entdeckt immer etwas, wenn man es wahrnimmt, wenn man sich die Zeit nimmt. Und das sind alles Veränderungen der Homöostase, wie man das nennt. Und jetzt sind wir hier bei bestimmten Nahrungsmitteln. Und da sind wir wieder bei Herrn Rutkowski, es ist exakt genau das Gleiche. Rotes Fleisch ist einfach ein extremer Förderer von falschen Abbauprodukten, die oxidativen Stress bedeuten. Und da geht es eben nicht nur um Cholesterin, das ist gar nicht so das Thema,
jetzt in dieser Fragestellung, sondern um tatsächlich Entzündungen, die sofort bei einem Konsum von einer Wurst oder etwas haben wir Entzündungsreaktionen im gesamten Körper, aber auch im Hirn. Umweltgifte, all das spielt eine Rolle. Gut, jetzt machen wir noch einen kleinen Exkurs wieder in die Region. Hildegard von Bingen ist natürlich sehr bekannt und man sagt ihr immer eine Migräne nach. Retrodiagnosen sind nicht erlaubt eigentlich, man weiß nie, was jemand wirklich hatte früher, aber es spricht schon sehr dafür, dass sie eine hatte. Ihr wird auch nachgesagt, dass sie mal gesagt hat, sie hätte eine einfache Erklärung dafür, dass die Migräne nur auf einer halbseitig vorkommt. Weil wenn sie den ganzen Kopf betreffen würde, würde man sie schlicht nicht aushalten. Das soll sie gesagt haben. Und sie ist auch bekannt dafür, sie kommt ja hier rein, Main-Taunus-Gebiet, zwar mir ja überhaupt nicht bewusst, dass das hier war. Und sie ist ja sehr berühmt für den Dinkel geworden. Ich weiß nicht, ob sie die Erste war, die Einzige, auf jeden Fall der Dinkel. Hildegard von Bingen, das ist mir immer geblieben. Und da sind wir auch beim Vollkorn, bei einem Getreide, das wirklich nur nachhaltig produziert werden kann, sonst wächst es gar nicht. Vielleicht hat sie hatte auch Migräne-Rezepte, vielleicht hat sie schon bestimmte Dinge gemerkt, die ihr eben gut tun und die ihr nicht gut tun und hat die dann auch für sich verwendet. Ich finde das immer ganz interessant. Fakten, nur ein paar Fakten haben wir hier zu dem Thema, dass die Hypoglykämie, das bedeutet die Unterzuckerung, das weiß man, begünstigt Migräneanfälle neben vielen anderen Dingen, aber es ist ein ganz wichtiger Faktor, Patienten wissen das auch. Ketogene Ernährung kann, und das sagen neue Studien, also wenn man kann Migräneanfälle verringern über einen Zeitraum von 3 Monaten. Und da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze, wie man das hinbekommt. Das heißt, ketogen, eben es werden Ketonkörper gebildet aus fettreicher Nahrung oder eben einfach aus unserem Körperfett. Wenn wir fasten, dann nehmen wir ab. Der Körper muss das aber trainieren und das ist eine nicht immer einfache Geschichte und man muss da auch sehr gut schauen, was für Nahrung, was für Nährstoffe man anbietet. Es funktioniert und das ist eine alte Geschichte. Es hat man bei Epilepsie schon vor 100 Jahren gemacht, auch in der Epilepsie wird das wieder angewandt. Man kommt eigentlich interessanterweise auch in der Schulmedizin auf diese Dinge zurück. Warum? Weil man mehr weiß. Man weiß mehr über Entzündungen im Körper, die entstehen eben durch proteinreiche tierische Nahrung, gerade Wurst, hochverarbeitete Lebensmittel, die lassen diese Reaktionen explodieren. Und man kann viele Krankheiten, auch Rheumaerkrankungen ist schon länger bekannt, durch eine Reduktion bis Verzicht auf rotes Fleisch, nicht auf Fett eben, verringern. Und da gibt es wirklich verschiedene Ansätze, auch wie streng man das macht, aber die Idee ist einfach dahinter, wir führen wenig Zucker zu und bringen unseren Körper dazu, diese Ketonkörper zu bilden, vermehrt zu bilden. Die kommen durchs Hirn, durch die Blut-Hirn-Schranke, wie die Fast-Food-Glucose auch, aber sie sorgen für stabile Verhältnisse. Und das kann verhindern eben, dass die Migräne zu häufig kommt. Und die Mikronährstoffe helfen, die Mitochondrien. Da sind wir bei den B-Vitaminen und da haben wir ein bisschen ein Problem dann zu Ihrer Frage mit der komplett fleischlosen Kost. Da können wir in ein Defizit kommen, vor allen Dingen beim Vitamin B12. Aber es ist ja heutzutage, wie gesagt, supplementierbar. Das sind Fakten, die man jetzt heute mit gutem Gewissen weiß. Man versucht dann, das ist jetzt nicht von mir, jetzt will ich auch nicht so näher drauf eingehen, aber man versucht eben eine Stabilisierung dieses Blutzuckerspiegels hinzubekommen, indem man den Stress verhindert, den oxidativen Stress, die Mikronährstoffe verbessert und einfach noch eine alternative Energiequelle hinzufügt. Das wäre so ein nachhaltiges Modell. Genau, da kommen, ich weiß, es gibt Kritiker, die sagen, ja, da müssen wir wieder so viel Fleisch essen, um in diese Ketose zu kommen. Die Atkins-Diät hat man da früher, aber wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt Massen von Fett zu sich zu führen und nichts anderes zu nehmen, sondern man kann durchaus auch fleischfrei in die Ketose kommen. Ist ein bisschen schwieriger, aber das geht. Und es ist eigentlich, die Empfehlung wäre ganz genauso wie Herr Rutkowski sagt, es kommt auf das Maß und die Menge an, das ist eigentlich schon der wichtigste Punkt. Gut, also das geht und das Prinzip nicht zu schaden, das ist ein sehr wichtiges Prinzip in der Medizin, das verträgt sich sehr gut mit dem Klimaschutz.
weil wenn wir unserem Körper nicht schaden, wenn wir uns reduzieren, dann tun wir sowohl etwas für unsere Gesundheit als auch fürs Klima. Jetzt die Nüsse, das ist noch so ein bisschen so eine alte Darstellung, zwar von der Harvard University, aber da würden wir ein paar Schwerpunkte heute anders setzen, zum Beispiel beim Obst, aber sonst stimmt es so einigermaßen noch. Aber das ist relativ neu. Es gibt eine sehr, sehr große Studie jetzt wieder im PLOS ONE, ist die erschienen, Lebenszeitverlängerung bis zu 13 Jahre, egal an was für Krankheiten, ob Krebs, kardiovaskulär, wenn man mehr Gemüse isst, wenn man mehr Vollkorn isst, wenn man Nüsse isst. Die Nüsse sind ein ganz, ganz großes Thema. Und weniger rotes Fleisch, weniger Prozess. Da sind wir bei dem gleichen Thema. Und das gilt dann auch für die Migräne. Hier haben wir so ein paar Sachen, die man bei der Migräne essen könnte. Zusammengestellt jetzt von der Frau Dr. Groß, sie ist Neurowissenschaftlerin, die sich speziell mit dem Thema beschäftigt. Ich habe so ein paar Sachen rausgenommen und das ein bisschen. Eigentlich alles, was wir gesagt haben, viel Gemüse, weißes Gemüse eher, wenn wir jetzt die Migräne haben, als rotes, hat einfach weniger parate Stärke, das ist so eine Faustregel. Nüsse natürlich, Beeren, Obst, haben wenig Zucker, der sofort parat ist. Da sind die Beeren perfekt. Nüsse regional, Brunnenkresse, Fische auch mal selten, Bioqualität. Wenn man Butter nimmt, grasgefütterte Rinder, weniger Rinder, aber die dann grasgefüttert. Es gibt ja auch immer wieder so Ideen, das habe ich bei meiner Recherche jetzt nochmal gelesen, weil ich muss mir auch in dieses Thema ein bisschen einlesen natürlich, dass man auch sagt, ja, wenn man jetzt überhaupt kein Vieh mehr hält, ist das auch nicht gut für den Boden, weil die machen auch etwas mit dem, indem sie grasen, indem sie düngen, da kommen wieder ganz bestimmte Organismen, die auch wieder wichtig sind für die Ökologie, aber es kommt eben auf das Maß an und es kommt immer darauf an, welche Parameter man letztlich untersucht. Und dunkle Schokolade ist auch erlaubt. Gut, also da kommen wir zum Thema Achtsamkeit und das bezieht sich eben auch aufs Essen, aber auf alle Lebensbereiche eigentlich, die wir haben und die sind in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie aufgeführt. Achtsamkeit, das kann auch eine Verhaltenstherapie sein, aber eben wir sollen eben nicht mit dem Ferrari hochfahren, sondern wir sollen regional auf dem Markt einkaufen, wenn wir nochmal zurückgehen und eine Mahlzeit zubereiten, achtsam uns auch daran freuen, nicht einfach was in die Pfanne hauen, sondern wirklich uns freuen, das einzukaufen, zu Fuß hinzugehen, wie gesagt, dann nochmal eine Wanderung zu machen. Und das hilft allen Menschen, nicht nur dem mit Migräne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, tiefe Einblicke hier aus Königstein, Migräneklinik. Vielen Dank, Frau Jageller. Dr. Jageller, hat jemand da jetzt noch konkrete Fragen dazu? Niemand hat Migräne, ja. Sehe ich, oder die sind schon gegangen, weil es zu anstrengend war? Ja, genau, wir können ja auch persönlich nochmal sprechen. Okay. Genau, dann vielen Dank nochmal. Und dann würde ich jetzt überleiten zu so einem, ich sag mal, praktisch vielleicht tatsächlich auch sehr achtsamen Thema. Genau, wo kommt das Essen eigentlich her? Und da darf ich Frau Sabrina Abel gleich noch auf die Bühne bitten. Da waren wir waren jetzt bei der Migräneklinik eher oben in Königstein, jetzt geht es quasi durch Königstein, durch Schneidhain, Kelkheim, unten am Liederbach, da gibt es so ein Stückchen Acker und nicht nur irgendein Acker, sondern ein Erlebnisacker. Und ja, da bin ich jetzt tatsächlich gespannt auch nochmal, was ihr, die Henrike Becker macht ja auch mit, die ist leider etwas verhindert heute, Zug ist zu spät, was ihr da so treibt, genau. Ja, hallo, das erzähle ich sehr gerne, was wir da treiben. Ich warte noch kurz auf meine Präsentation. Vielen Dank. Genau. Okay, gut.
Ja, genau. Ich darf heute unter dem Punkt Ernten etwas über den Eid-Erlebnisacker Taunus erzählen, bei dem wir eben mit Kindern ganz viel Gemüse ernten und Kinder dadurch eben erfahren, wie gut frisches, leckeres Essen schmeckt, wo unser Essen herkommt, wie es wächst und dadurch auch die Natur schätzen lernen. Und genau, ich bin Sabrina Abel und ich mache das zusammen mit Henrike Becker, die, wie gesagt, leider spontan heute nicht hier sein kann. Wir haben vor einem Jahr den Erlebnisacker gegründet in Kelkheim-Hornau und wir sind beides von Haus aus Biologin. Ich bin auch Biologin der Biodiversität. Henrike ist zusätzlich auch noch Pädagogin. Ich habe eine Weiterbildung in Naturpädagogik gemacht und ja, wir haben beide einfach sehr viel Spaß an dem Thema, finden selbst, dass das wichtige Themen sind. Wichtiges Thema ist und dass eben unser Umgang mit Nahrungsmitteln und auch ökologische Landwirtschaft ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt für ein sinnhaftes, sinnvolles und nachhaltiges Leben sind. Und nicht zuletzt durch unsere Kinder haben wir festgestellt, wie viel Spaß dieses Thema Kindern auch macht, wie gerne Kinder Gemüse anbauen und ohnehin im Dreck buddeln, also der Erde buddeln. Genau, und ja, so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das auch mehr Kindern gerne zeigen wollen und mehr Kinder zeigen wollen, wie viel Spaß eben das, der Umgang mit Ernährung macht und dass sie dann durch einen sehr positiven Bezug einfach schon mal zu dem Thema aufbauen mit viel Spaß und ja, haben das Glück gehabt. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon eben dort in Hornau bei einer kleinen Gemüsegärtnerei beim Ernten geholfen und der Gemüsegärtner war selbst auch sehr angetan von der Idee und hat gesagt, wir dürfen da ein Stück Acker von ihm haben, ich helfe weiter bei der Ernte, wir dürfen das Ackerstück nutzen und dann probieren wir es einfach mal aus, ob andere Leute die Idee auch toll finden und fangen einfach mal an und so haben wir gestartet. Genau, und wir haben mittlerweile festgestellt, andere Leute finden die Idee auch toll. Kinder kommen total gerne zu uns und gehen vor allem mit großer Begeisterung. Wir haben also Angebote für Kinder und Familien im Bereich Freizeitangebote, sodass Kinder zu regelmäßigen Kursen einmal die Woche oder einmal im Monat oder auch zu Einzelterminen zu uns kommen können. Und wir haben mittlerweile auch viele Angebote für Kindergärten und Schulen. Das finde ich ganz besonders toll, weil wir da eben auch Kinder erreichen, wo nicht schon von zu Hause aus die Eltern da ein großes Interesse an dem Thema haben und hauptsächlich ist es so, dass die Kindergärten und Schulen dann zu uns als Ausflug auf den Acker kommen, was für die natürlich auch wieder toll ist, einfach mal rauszukommen, aber wir bieten auch an Lerneinheiten, die in der Schule stattfinden oder im Kindergarten auch AG-Angebote, Ferienspiele können uns buchen, machen dann auch Ausflüge und Workshops bei uns, das waren die Stadt Kelkheim und Liederbach, haben das jetzt schon mehrfach genutzt und Geburtstage können bei uns gefeiert werden und ab und an haben wir auch Tage für ganze Familien, damit auch die Eltern mal ein bisschen in den Genuss kommen können. Ja, und ansonsten haben wir auch eine Bildungseinheit entwickelt für Kinder im Grundschulalter, wo es um das Thema, was Auswirkungen unseres Fleischkonsums auf den globalen Süden hat. Das wird momentan in anderen Bildungseinrichtungen auch verbreitet und wird auch von Lehrerinnen Fortbildung angefragt. Wir arbeiten in vielen Netzwerken mit, wie zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt und wir sind gerade gründet sich der Ernährungsrat Taunus und da sind wir auch Gründungsmitglied dabei. Ja. Bei uns finden Kinder jede Menge Fragen und jede Menge Antworten, hauptsächlich natürlich zu dem Thema gesunde Ernährung, Naturerfahrung, Nachhaltigkeit, aber auch Biodiversität, Klimabildung. Und was ganz toll ist, dass sie auch durch ihr eigenes sinnhaftes Tun, ihre eigene sinnhafte, sich selbst sinnhaft wahrnehmen. Und nebenbei entwickeln sie natürlich jede Menge Gruppenkompetenzen, soziale Kompetenzen und verstehen Kreisläufe des Lebens. Und die Grundlage für das Ganze ist, dass wir biologisch anbauen, dass wir eben keine Kunstdünger, keine Pestizide verwenden, sondern eben die Zusammenhänge der Natur zeigen wollen. So im Prinzip hat die Natur für eigentlich alles, was für uns vielleicht ein Problem sein könnte, auch eine Lösung. Also haben wir Blattläuse, brauchen wir Marienkäfer, haben wir Mäuse, brauchen wir Greifvögel und bauen denen Hochsitze. Haben wir Schnecken, bräuchten wir Laufenten, haben wir leider nicht, hätten wir total gerne. Müssen wir aber noch selber erledigen, die Arbeit der Laufenten. Das heißt, wir packen die Schnecken, die Nacktschnecken nur wohlgemerkt, die ja unser Gemüse aufessen wollen, packen wir in einen Eimer, in einen Schneckeneimer, da legen wir vorher liebevoll Gras und leckere Blätter rein und dann werden die darin gesammelt und am Ende des Kurses, wir sind ja zum Glück am Liederbach, gehen wir an den
den Liederbach und bringen sie über den Bach rüber. Wir geben ihnen keine Schwimmflügel mit, wir geben ihnen kein Gummiboot mit, sodass sie nicht wieder zurückkommen können und eben drüben bleiben und unsere Pflanzen verschonen. Also es geht natürlich auch um einen respektvollen Umgang mit dem Leben. Genau, brauchen die Pflanzen Nährstoffe, kriegen sie von uns Kompost. Und Kompost ist sowieso eine ganz wundervolle Sache. Also am Kompost kann man einen ganzen Tag verbringen, ohne sich zu langweilen. Der Kompost ist eine ganz tolle Erde, darin kann man ganz tief wühlen. Man findet, man fühlt die tolle frische Erde und sieht, wie viel Leben, in wie viel Biodiversität letztlich in diesem Kompost steckt. Und alleine die Überlegung, das sind natürlich ganz viele kleine Tiere, aber wie wir wissen ja auch einzellige Lebewesen, wir können den Kindern sagen, Bakterien sind nicht nur schlecht, sind sehr viele gute dabei. Wie viel Leben da drin steckt, wenn ich die Kinder dann frage, wenn ich so ein bisschen Kompost auf die Hand nehme und denen zeige, was meint ihr, wie viele Lebewesen sind da drin, dann ja, kommen sehr viele gute Vorschläge. Was meinen Sie, wie viele Lebewesen sind in einer Handvoll Kompost? Traut sich jemand? Mehr als 10 hoch 12. Das ist gemein. Ich bin Biologin. Biologinnen können, wie man ja auch weiß, nicht rechnen. Also es sind so viele Lebewesen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Also mehr als 8 Milliarden. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zahl der Zahl entspricht. Aber die Zahl sagt den Kindern natürlich nichts. Wenn ich aber sage, so viele, wie es Menschen auf der Erde gibt, ist es immer noch unvorstellbar. Aber trotzdem können sie sich ein bisschen konkreter das vorstellen. Und am Kompost kann man auch ganz toll einfach Kreisläufe zeigen, weil der Kompost, der ist lang. Auf der einen Seite haben wir die Gartenabfälle, da ist total gut erkennbar, da haben wir eben gerade die Pflanzenteile draufgeschmissen oder die Zucchini, die angeknabbert wurde von der Schnecke, die man nicht mehr, und alles gut erkennbar. Und auf der anderen Seite haben wir diese wundervolle Erde und dazwischen sind diese ganzen Zwischenstufen, wie eben aus den Pflanzen langsam die Erde wird. Und dann haben wir die Erde daraus und bringen sie nachher wieder aufs Feld, um unsere Pflanzen, die jetzt ja wieder neu wachsen sollen, wieder neu mit Nährstoffen zu versorgen. Daraus werden also wieder neue Pflanzen letztlich. Und wenn die Saison rum ist, kommen die wieder auf den Kompost, sind ja aber kein Müll, sondern werden wieder zu wertvoller Erde. Und wenn ich jetzt noch erfahren habe, dass ich heute auch 2 Minuten länger habe, mache ich gerne noch einen kurzen Exkurs zu unserer Komposttoilette, die direkt neben dem Kompost ist. Die haben wir natürlich auch selber gebaut und selber ausgehoben. Und als ich dann da so auf 1,5 Meter Tiefe mit meinem Spaten war, bin ich auf etwas gestoßen, was keine Erde war und auch sonst nichts Natürliches und habe festgestellt, da ist eine Plastiktüte. Mit 1,5 Meter Tiefe, die muss ja schon recht lange sein, habe ich mir gedacht, habe sie rausgeholt, habe gesehen, sie ist von einem Supermarkt und zeigt dann den Kindern auch, fragt dann auch, was kennt ihr für Supermärkte und dann kommen natürlich die üblichen, die so bekannt sind und dann sage ich den Kindern den Namen von dem Supermarkt, das ist nämlich eine Tüte vom HL. Und diese Tüte, diesen Supermarkt kennen die Kinder natürlich überhaupt nicht mehr, weil es den ja seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder sowas nicht mehr gibt. Das heißt aber, diese Tüte, die ist mindestens 30 Jahre alt und die sieht aus, die ist völlig, die ist etwas verblasst und ja, ich habe mit dem Spaten reingestochen, da ist jetzt ein Loch drin, aber ansonsten ist die unversehrt, das Plastik ist einfach noch komplett intakt und das im direkten Vergleich neben dem Kompost, wo innerhalb von einem Jahr das Pflanzenmaterial zu wundervoller Erde wird, macht enorm viel Eindruck und zeige ich sehr gerne. Andere Kreisläufe, die natürlich bei uns auch wichtig sind, ist dann im Prinzip der umgekehrte Weg vom Samen zur Pflanze. Und da haben wir ganz viele verschiedene Samen, die wir sehen. Wir haben Saatgut Memory, aber wir sehen natürlich auch beim Aussehen, wie unterschiedlich Samen aussehen. Und trotzdem, alle machen das Gleiche. Alle kommen auf die gleiche Art und Weise, werden sie zu einer Pflanze. Und dabei lernen wir natürlich, was braucht die Pflanze. Und dann wird es irgendwann zur Blüte. Und für die Blüte, viele Blüten werden bestäubt, nicht alle, aber doch sehr viele. Und dafür brauchen wir wieder Insekten. Wir haben wieder da den Zusammenhang. Was wichtig ist, daraus entwickelt sich dann eine Frucht, in welcher Form auch immer, und da steckt wieder der Same drin. Und diesen Samen können wir dann wieder verwenden, um im nächsten Jahr eben unser neues Gemüse anzubauen. Also wir brauchen überhaupt nichts von außen, es ist alles da, was wir brauchen. Und das erleben wir schon mit sehr vielen Sinnen und zusätzlich können wir bei diesem Thema auch noch schmecken, wie lecker eben das alles ist und die Kinder erfahren, das wird hier bei ihnen vor der Haustür, das wird regional angebaut und es ist ganz frisch und schmeckt dann unter Umständen auch besser, als es eben im Supermarkt, wenn es schon länger lag, schmeckt. Und wenn die Kinder das so erfahren, was da alles dahinter steckt, wie eine Zucchini oder eine Möhre entsteht, dann merken sie automatisch schon, wie viel wert das ist und bekommen ganz von sich aus selbstverständlich schon einen Sinn dafür, mit Lebensmitteln und der Umwelt auch nachhaltig umzugehen. Genau, und durch diesen
nachhaltigen Umgang, das führt natürlich letztlich dann zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil, der dann wieder eine große Bedeutung auch für unser Klima hat. Jetzt würde ich Sie am liebsten alle gerne auf den Acker mitnehmen, kann ich leider nicht. Kommen Sie gerne mal vorbei, rufen Sie vorher an. Wir wohnen nicht da, was alle Kinder immer denken. Also wir sind nicht immer da, wenn Sie kommen möchten, rufen Sie an. Aber ich habe ein paar Bilder mitgebracht, um Ihnen so viel wie möglich Acker hierher zu bringen. Und hier sehen Sie eben als erstes, wie wir pflanzen und pflegen. Und wir sind vor allem auch einfach das ganze Jahr draußen. Also die Kinder erleben jede Jahreszeit mit, sie gehen mit den Jahreszeiten. Wir fangen an, jetzt das Bild, Moment, wo kommt der Punkt? Da. Hier haben wir, das war jetzt im Februar, aber da fangen wir an, die Beete vorzubereiten anfangs. Wir ziehen Jungpflanzen vor, wir setzen dann irgendwann, wenn es wärmer ist, die Jungpflanzen aus. Wir sehen, was direkt gesät werden kann. Zu einer späteren Jahreszeit werden dann die Kartoffeln gesetzt, da lernen die Kinder auch, dass manche Pflanzen eben im Frühjahr, manche im Frühsommer, andere später im Sommer. Alles hat einfach seine Zeit. Also die Kinder erfahren das so, ohne dass wir denen das theoretisch erzählen müssen oder manchmal muss man halt warten, sondern es ist einfach völlig natürlich und klar, dass alles so seine Zeit hat und Erdbeeren halt nicht im Winter verfügbar sind. Sie lernen einfach so mit der Natur zu gehen. Und wenn wir die Pflanzen aber dann in den Boden gesetzt haben, können wir die natürlich auch nicht sich selbst überlassen, sondern wir müssen sie hegen und pflegen. Das heißt, wir müssen zusehen, dass sie was zu essen haben. Das heißt, die Erde hat vorher Kompost bekommen oder bekommt immer mal wieder zwischendurch Kompost. Wir müssen sie vor Feinden schützen, also zum Beispiel die Schnecken eben wegbringen oder eben die Beikräuter weghacken. Das sieht man hier. Und wir müssen sie natürlich auch gießen. Und das Thema Wasser ist natürlich momentan ein riesiges Thema. Wir haben dort natürlich keine Wasserleitung, wir haben nur Regenwasser. Und das ist irgendwann auch leer. Und so sehr die Kinder sich im Sommer natürlich darüber freuen, dass jeden Tag die Sonne scheint und so tolles Wetter ist, in den Ferien war dieses Jahr nicht so, aber doch einfach, man kann ins Schwimmbad gehen und viel draußen machen, das ist für Kinder ja einfach immer sehr, sehr schön und es soll auch schön sein. Aber hier sehen Sie halt auch, was es bedeutet, wenn es mal eben wochenlang oder einen ganzen Sommer lang nicht regnet. Dann können die Pflanzen nicht gut wachsen, dann werden die Früchte nicht groß oder es gibt weniger Früchte und wir müssen dann gucken, wie wir das Wasser haushalten. Und auch wenn es regnet, müssen wir schauen, wir wissen jetzt nicht, wie die nächsten Wochen werden. Wir sind einfach sparsam mit Wasser und das verstehen die hier total und setzen es direkt aber auch immer dann zu Hause und in ihren anderen Alltagssituationen um. Genau, und was natürlich das Wichtigste ist, ist Ernten, Ernten, Ernten. Wir ernten das ganze Jahr hindurch, also auf unserem Acker gibt es immer irgendwas, was gerade wächst, was geerntet werden kann. Im Winter sind es natürlich eher Kohlsorten oder Lauch, aber es kommt recht früh dann schon die Kresse, Postelein, Kräuter wieder und Möhren gibt es ja auch bis in Dezember, also wir haben immer was zu ernten. Hauptsächlich ernten wir natürlich jede Menge Gemüse. Aber wir ernten auch Blüten, um zum einen, um uns die anzugucken, wie ist die Blüte aufgebaut, was gibt es für verschiedene Blütenarten, aber auch, um daraus wieder was Leckeres zu machen. Da machen wir Blütensalz oder eine Blütenlimo, die eigentlich Apfelsaft ist, aber mit Blüten auch eine Blütenlimo wird. Und wir ernten natürlich auch unser, ganz wichtig, Naschen ist natürlich immer erlaubt und Ausspucken auch. Da sagen wir den Kindern immer, bei uns ist kein Problem, ihr könnt alles probieren, weil ihr dürft, wenn es nicht schmeckt, immer ausspucken, könnt ihr hier im Wohnzimmer hinter das Sofa spucken. Das finden sie dann immer erstmal komisch, finden sie aber dann ziemlich gut, weil man muss dazu sagen, unser Wohnzimmer ist eine Höhle in der Hecke und unser Sofa ist ein Baumstamm. Natürlich dürfen sie da das Essen dahinter spucken und das animiert einfach dazu, dass sie auch mal was Unbekanntes ausprobieren, schon mit dem Gedanken, ich will das eigentlich gleich wegspucken, aber dann merken sie, oh, das ist ja total lecker. So. Und das ist immer sehr schön. Und Saatgut ernten wir natürlich auch, zum einen, damit wir es dann eben auf dem Acker wieder im nächsten Jahr verwenden können, zum anderen aber auch, um es den Kindern mit nach Hause zu geben, weil das natürlich auch wunderschön ist, wenn sie dann zu Hause auf der Fensterbank ihre eigene Kresse oder eben die Zuckerschoten, die sie selbst gepflegt und geerntet und dann wieder ausgesetzt haben und dann kommen die und platzen vor Stolz, dass sie ihre eigenen Zuckerschoten geerntet haben. Ja, und ganz im tiefsten Winter ist es manchmal auch möglich, dass wir sogar Eiszapfen ernten. Je nachdem, wo die hingen, können die auch ruhig probiert werden. Ja, und wenn wir ernten, sieht es so aus. Hier wird der Lauch geerntet, wir ernten mit Werkzeug, wir ernten mit Händen. Wir brauchen auch unsere Münder zum Ernten, um dann die Blätter wegzupusten, die um die Kressesamen sind. Wir ernten auch Kräuter, aus denen wir Salbe zum Beispiel machen. Spitzwegerich ist ganz toll gegen Mückenstiche oder Brennnesseln. Brennnesseln sind ja auch überall und dann super
direkt eine Salbe gemacht aus Bienenwachs von unseren Bienen, die wir auch dort haben. Oder hier ernten wir grüne Soße, dann finde ich auch wichtig, so als in Hessen auch mal die grüne Soße zu ernten selbst. Und genau. Ja, und wichtig dabei ist natürlich immer Spiel und Spaß, weil mit Spiel und Spaß lernt es sich am besten und bleibt es am besten hängen und wird einfach dieser wundervolle, positive Bezug aufgebaut. Und da passiert es dann halt auch schon mal, dass wir aus unserer Wintergründüngung, bevor sie abgerodet wird, ein Dinkellabyrinth machen. Der Mais ist leider nicht so groß geworden, aber der Dinkel hat super getan, ein Labyrinth draus zu machen, oder dass die Werkzeugkarre eine Pferdekutsche wird oder dass die Kinder auch einfach mal eine Schafherde werden und das Postelein direkt vom Felde weggrasen. Und ansonsten basteln wir zwischendurch aber auch immer mal wieder und setzen uns dann einfach da in den Acker und genießen ein paar ruhige Minuten. Ja, und was eben ganz wichtig für den Spaß auch ist, dass wir auch mit dem Essen spielen. Das ist enorm wichtig bei uns. Wir haben sicherlich alle den Satz verinnerlicht, mit Essen spielt man nicht. Das ist natürlich auch völlig richtig, wenn es darum geht, dass das Essen danach verdorben ist, dreckig ist, man es nicht mehr essen und verwerten kann und verschwendet wäre. Wir essen unser Essen danach noch, mit dem wir gespielt haben, und mit dem wir gespielt haben, schmeckt einfach auch nochmal besser und baut halt einfach wieder diesen positiven Bezug auf, um den es hier einfach die ganze Zeit geht, damit die Kinder dieses positive Gefühl dazu mit nach Hause und in ihr weiteres Leben tragen können. Und so versuchen wir mit Genuss Ernährungsbildung zu machen. Hier sieht man eben eine angeknabberte Zucchini, die kann nämlich auch roh einfach gegessen werden. Wir machen aus Kräutern leckeren Quark, wir essen immer gemeinsam zusammen, schmeißen alles, was wir dabei haben, zusammen und teilen alles und haben natürlich das frisch Geerntete dabei. Wir schnitzen uns auch mal Gabeln aus Stöcke, um dann die gelben Zucchini damit aufzupieksen. Und ganz besonders beliebt sind die Emma-Waffeln. Wir bauen nämlich nicht nur Gemüse an, sondern auch Getreide und verschiedenes Getreide, um den Kindern eben auch da die Unterschiede zu zeigen. Und die Emma-Waffeln sind unglaublich lecker zum einen. Zum anderen ist gerade im Hinblick jetzt auf den Klimawandel Emma auch ein unglaublich tolles Getreide, weil es ist ein Urgetreide und hat sehr viel mehr Nährstoffe als der Weizen jetzt zum Beispiel und ist vor allem viel trockenheitsresistenter und auch weniger krankheitsanfällig. Trotzdem wird natürlich mehr Weizen angebaut, und wenn die Kinder anfangen, also machen dann einen Tag, wir haben ja alles angebaut und den Weizen, das Getreide wachsen sehen, und dann werden sie irgendwann zum Mähdrescher, roden alles und dreschen es und pusten es und mahlen dann auf verschiedene Arten und Weisen das Mehl. Und in diesem Verarbeitungsprozess stellen sie fest, ganz zu Anfang schon, mit dem Weizen, da geht es ja viel leichter. Und dann ist völlig klar, wo die Unterschiede sind und warum dann doch Weizen statt Emma leider angebaut wird. Und neben all diesen ganzen Ernährungsaspekten lernen Sie in so einer Gruppe natürlich auch, wie wichtig Zusammenhalt ist, wenn es darum geht, ein schwieriges Gartengerät, das ist eine Radhacke, eine alte, zu bedienen. Das geht nur zusammen und da muss angezählt werden und alle müssen gleichzeitig mitmachen, oder dass es leichter ist, eben einen langen Stab zusammenzutragen. Oder wie geht es denn eigentlich, dass wir einen Tipi bauen, haben wir einen Bohnentipi gebaut, wo dann die Bohnen hochranken, dass da oben auf 3 Meter Höhe die Kordeln dann zusammengebunden werden. Wie kommen wir denn da hoch? Und dann kommen da auch mal witzige artistische Einlagen bei raus, sodass wir zwar am Ende auf die richtige Lösung gekommen sind gemeinsam und die Kinder trotzdem zum Schluss noch eine Zirkusaufführung gemacht haben. Und ganz wichtig ist auch, dass sie bei uns einfach auch wirklich in den Matsch springen dürfen, knietief vom Kompost in die Matschpfütze, oder dass sie auch einfach mal gucken können, wie fühlt sich denn der Matsch im Gesicht an. Also das gehört alles einfach dazu, um das zu erleben. Und ganz nebenbei, wenn wir da so sind und ja sowieso uns alles anschauen, kommen uns natürlich jede Menge Krabbeltiere, Tiere unter, die dort einfach vorkommen, weil wir haben dort einfach eine enorme Biodiversität auf diesem kleinen Stückchen Acker, weil wir es so naturbelassen wie möglich eben bewirtschaften. Und das begeistert die Kinder immer enorm. Und wir zeigen das dann denen und reden mit denen darüber, und da kommt immer mal wieder ein Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand von Ihnen im Publikum das auch so sieht, dass wir die Tiere auch auf die Hand nehmen. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung zu sein, ob das gut ist oder nicht, weil die Tiere natürlich auch Angst haben, wenn sie auf die Hand genommen werden. Wir haben da lange drüber nachgedacht und haben uns aber dazu entschieden, dass es
sehr wichtig ist, dass die Kinder auch hier diesen positiven Bezug zu aufbauen und dass sie den Ekel davor, den sie doch oft auch noch haben, anfangs verlieren und wir ihnen so den respektvollen Umgang mit den Tieren beibringen können und sie einfach Faszination für die Tiere entwickeln und das dazu hilft, dass sie dann auch die Tiere besser schützen und damit umgehen. Genau, und das Ganze ist dann halt eben Bildung für nachhaltige Entwicklung, was wir da betreiben. Wir bauen da auch Forschungseinheiten immer wieder ein, dass wir zum Beispiel unter einem Binokular, so eine große Stereolupe, uns die Komposttierchen angucken, dass wir mal schauen, was passiert denn mit Pflanzen, wenn sie kein Licht bekommen. Oder dass wir, haben wir einen Erosionsversuch, wo wir eine Fläche ist begrünt und eine Fläche ist nicht begrünt und die Kinder dürfen es gießen und schauen dann, wo mehr Erde rausgespült wird und wo nicht und was das dann bedeutet. Genau, und unser Schwerpunkt bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eben natürlich die Ernährungsbildung und das haben wir so deswegen so gewählt, nicht nur, weil es uns besonders viel Spaß macht, aber auch, weil wir denken, dass wir über das Thema Ernährung eben sehr lebensnah und genussreich den Kindern beibringen, nahebringen können, warum es so wichtig ist, die Natur zu erhalten, das Klima zu schützen und auf eben all die Sachen zu achten. Genau, das war's vom Erlebnisacker. Vielen Dank. So. Gibt es Fragen dazu? Ja, genau. Ich glaube, ein, zwei Fragen dürften vielleicht noch gestellt werden. Der Abend ist auch schon weiter fortgeschritten. Gut. Ja. Wenn Ihnen noch Fragen einfallen, kommen Sie einfach vorbei. Genau, also das Saatgut-Puzzle ist auf jeden Fall da. Genau. Und genau, Fragen können gestellt werden, auch persönlich. Genau, dann gehen wir am besten gleich weiter. Ich habe schon gesagt, der Abend ist vorangeschritten. Der letzte Punkt jetzt ist, da geht es in die Küche, geht sozusagen heiß her. Genau, die letzte Referentin bezeichnet sich, glaube ich, selber als Klimaflüchtling sozusagen. Also ist vor der Hitze, könnte man sagen, geflüchtet und hat sich getraut, hier in Königstein das erste vegane Deli zu eröffnen. Und genau, da übergebe ich jetzt an Frau Wagin. Ich glaube, sie braucht keine Präsentation. Genau. Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin tatsächlich hier als Klimaflüchtling aus Los Angeles, Kalifornien. Ich bin heute Abend eigentlich nur hier, um so ein bisschen mein Deli vorzustellen und zu erzählen, wie ich überhaupt hier nach Deutschland gekommen bin oder zurückgekommen bin. Und zwar bin ich aus Hamburg ausgewandert. Ich bin in Hamburg geboren. Bin da zur Schule gegangen, habe studiert, habe in der Werbung angefangen zu arbeiten für Mercedes-Benz damals und habe Freunde gehabt in Los Angeles und war eigentlich gar nicht so drauf auf, Amerika zu besuchen, aber bin dann hingefahren und fand es total toll und bin dann dahin gezogen, konnte mit meinem Job dann praktisch nach Los Angeles ziehen und dort weiterarbeiten in der Werbung und habe es geliebt, bin als erstes natürlich nach Santa Monica gezogen, ich weiß nicht, wer Los Angeles kennt, hier gleich an Strand, da war es mir dann zu neblig, ich wollte ja die Sonne, bin dann eigentlich so quer durch die ganze Stadt gezogen, habe dann 2000 meinen Mann kennengelernt und wir haben uns ein Haus in den Bergen von Brentwood, das ist so in der Mitte von Los Angeles, gekauft und da war es dann super, da war kein Nebel, da war immer toller Sonnenschein, wir hatten Meerblick, wir hatten eine Meeresbrise, da war super, man konnte überall hingehen zu Fuß, was auch nicht so normal ist in Los Angeles, das ist oft so, dass man mit dem Auto fahren muss, das kennt man vielleicht aus den Movies auch. Der Punkt ist, ich fand mein Leben super, es war wirklich, es war paradiesisch, es war toll, es hat uns super gefallen da, 2008 habe ich unsere Tochter geboren. Das war vielleicht erinnern es einige, es war ja ein turbulentes Jahr mit Börsencrash und so weiter. Ich habe dann erstmal meinen Job verloren in der Werbung und musste mir so ein bisschen überlegen, was ich dann jetzt eigentlich machen möchte. Und bin dann auf Ernährung gekommen, denn das war einer meiner Pet-Peeves sozusagen, als ich ein Kind bekam, dass ich nach einem Kinderarzt gesucht habe, dem ich vertrauen könnte. Denn ich habe damals selber keinen Arzt gehabt, dem ich selber vertraut habe und das war mir sehr wichtig, da ich nichts über Kinder wusste.
und bin dann bei einem der prominentesten Kinderärzte Amerikas gelandet, der mich dann prompt zum Veganer gemacht hat. Ich habe dann auch angefangen, Ernährungslehre zu studieren, weil mir das schon immer Spaß gemacht hat. Wir haben viel in unserem Haus in der Deerbrook Lane, daher kommt auch der Name meines Delis, entertained. Wir hatten viel Partys, ich habe immer schon gerne gekocht. Ich war überwiegend vegetarisch, eigentlich wegen meiner Tierliebe, weil ich immer gedacht habe, ich liebe Tiere. Durch Yoga bin ich dem so ein bisschen näher gekommen und habe gemerkt, dass es ja eigentlich eine komische Tierliebe ist, wenn ich Tiere dann öfter doch auch esse. Und habe dann Ernährungslehre studiert in New York, habe mich ausbilden lassen zum Ernährungsberater. Mein erster Vortrag war von einem Professor von der Cornell-Universität, der wirklich mein Leben verändert hat. Ich könnte jetzt auch noch ganz lange über Ernährungslehre und so weiter reden, aber ich bin ja hier fürs Klima. Wir sind seitdem eine vegane Familie. Wir essen gesundheitsmäßig oder gesundheitsbewusst vegan. Dann, nachdem ich schon vegan war, habe ich erstmal angefangen, überhaupt rauszufinden, was es mit Tierhaltung auf sich hat, warum Milchprodukte auch nicht artgerecht sind, obwohl da jetzt kein totes Tier auf dem Teller ist, aber dass da trotzdem viel Qualen mit sich gehen, ist noch was anderes. Ich habe dann auch über die Umwelt gelernt und den Einfluss, den das hat. In Los Angeles besonders, jetzt kommen wir auf den Klimaflüchtlingspunkt, habe ich gemerkt, ich war seit Anfang der 90er Jahre in Los Angeles. Damals gab es gerade, da war ein Feuer in Malibu, das ich noch sehr gut erinnere, wo das Haus von Freunden von uns abgebrannt ist. Das wurde von der Versicherung bezahlt, die haben neu gebaut, an der gleichen Stelle, noch größer, noch besser, war alles super, hat man nicht weiter darüber nachgedacht, war zwar tragisch, aber kann passieren, genauso wie halt auch Erdbeben da mal passieren können, kam halt mal vor. Man muss aber wirklich sagen, seitdem wir unser Haus hatten in der Mitte von Los Angeles, mit der Meeresbrise, die da hochkam, wurde es jedes Jahr wärmer und jedes Jahr waren auf einmal mehr Feuer da. Und jedes Jahr ist einem mehr und mehr aufgefallen, dass vielleicht eine Klimaanlage doch eine gute Idee wäre und dass es doch gar nicht mehr so reicht, nur mal die Fenster aufzumachen. 2013 oder 2014 war es dann so, dass ganz Kalifornien seit über 10 Jahren in einer Dürre war, dass es eigentlich fast gar nicht mehr geregnet hat, was ich aus Hamburg kommend gar nicht so vermisst habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber man hat dann schon gemerkt, es wurde halt immer trockener und wenn es geregnet hat, war es öfter Asche, die nämlich von irgendwelchen Feuern, die so im Umland waren, das kann auch teilweise ein paar hundert Kilometer weit weg sein, waren, die halt mit rüberkamen und das Auto war dann halt gerne mal eingedeckt in Asche. Die Luft war nicht so gut und es wurde immer mehr. Und 2014 dann wurde auf einmal zu unserer, es gibt sozusagen eine Fire Season in Los Angeles, wurden dann mal kurz 75 Tage mit drangehängt. 75 Tage, das sind über 2 Monate, länger als Feuersaison. Das ist schon eine Menge, aber eigentlich hat sich niemand weiter darüber aufgeregt. Die Dürre ging weiter und wir haben gemerkt, mehr Häuser brennen ab, die Versicherungen zahlen, mehr Häuser brennen ab, Versicherungen zahlen immer noch. Und wir haben uns irgendwann mal überlegt, mein Mann und ich, warte mal, wenn das immer so weitergeht, wie machen die das denn? Also wie können die dann immer noch zahlen? Und vielleicht sollte man irgendwann, es ist ja sehr paradiesisch hier, aber vielleicht ist es gar nicht so nachhaltig, hier zu leben, in der Wüste, in der Dürre und mit immer mehr Feuer. Und wir haben dann mit Nachbarn drüber gesprochen und die haben uns alle für total bekloppt gehalten. Die dachten eh schon, wir sind ein bisschen abgedreht, weil jetzt voll Veganer und dann fangen wir auch noch an so zu reden. 2017 mussten wir das erste Mal evakuieren, bei uns in der Nachbarschaft und haben gemerkt, was das für eine Panik ist, wenn man auf einmal das Haus verlassen muss. Ich hatte ja, wie gesagt, ein kleines Kind und die dann sofort panisch wurde. Und man ist so dabei und sagt so, nein, nein, die fahren ja nur zu einer Freundin, ist gar nicht schlimm, wo sind denn die Pässe? Und ist noch am Suchen, was man alles noch braucht und sich fertig zu machen, um da wegzukommen. Und das Jahr darauf verkauften dann unsere Nachbarn, die uns so ausgelacht haben, und sind an die Ostküste gezogen, um ein besseres Klima zu haben. Wir wissen ja jetzt, 2023, ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben, aber es hat ja in Kanada sehr viel gebrannt
Und die Luftqualität in Boston und New York war schlimm. Das wird noch öfter so kommen. Das ist, der Klimawandel ist real. Und ich bin nicht mehr gewillt, Sachen einfach hinzunehmen. Ich habe, glaube ich, früher Sachen viel hingenommen einfach und habe gedacht, naja, das ist halt so und das muss man so machen, so wie wir uns ernähren, das ist halt so. Ich habe ja schon gesagt, ich habe am Anfang, hatte ich mich über Tiere gesorgt und habe mal mit meiner Mutter darüber gesprochen, als ich Teenager war. Und die hat dann gesagt, naja, aber die werden ja dafür gezüchtet, als ob es das besser macht. Aber damals habe ich das noch so angenommen, weil ein Geschmacksproblem hatte ich ja nicht und deswegen habe ich es halt weiter gegessen. Mit der Geburt unserer Tochter hat sich das geändert. Wie gesagt, wir haben 2017 das erste Mal evakuieren müssen, dann sind unsere Nachbarn weggezogen, schon vor uns. 2019 sind wir dann, weil das vom Zeitpunkt her gut passte, habe ich überlegt, okay, Kalifornien ist wirklich nicht sustainable, nachhaltig. Denn während dieser Dürre hat man in der Stadt, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das aus Amerika, wenn man in ein Restaurant geht, kriegt man normalerweise gleich ein Glas Leitungswasser mit Eiswürfeln und so weiter. Das gab es alles nicht mehr, weil wir so eine Dürre hatten, dass man nicht mehr wässern durfte, seinen Garten. Man hat kein Wasser mehr gekriegt, es sei denn, man hat ausdrücklich danach gefragt, weil man keins verschwenden wollte. Gleichzeitig aber konnte man Cheeseburger bestellen, ohne dass jemand mit der Wimper gezuckt hat. Wo man wirklich, wenn man mal dahinter schaut, das ist eine Wasserverschwendung, das geht gar nicht. Auch Milchprodukte, ganz vorne. Kalifornien ist einer der größten Exporteure von Alfalfa-Gras. Das geht an Milchkühe. Und damit sponsern wir sozusagen die Milchproduktion in Asien und in China und im Mittleren Osten. Die haben nämlich keinen Wasser dafür, um das anzubauen. Also nehmen wir das in Kalifornien, wo wir eigentlich auch kein Wasser haben und Leuten auch kein Wasser zu trinken geben und ihren Garten nicht gießen lassen, was der falsche Ansatz ist. Und solange sich das nicht geändert hat, habe ich gesagt, will ich da nicht mehr leben und habe nach einer Alternative gesucht und habe gedacht, gehe ich doch zurück nach Deutschland, da hat es doch immer geregnet. So, dann kamen wir also hier an, 2019, während einer Hitzewelle von über 38 Grad, habe ich in Deutschland auch noch nicht erlebt, und sind dann letztlich hier in den Taunus gezogen, auch mit Wasserwarnung. Unglaublich, Deutschland trocknet auch aus. Es ist also überall. Und ich habe meine Küche, wie gesagt, ich habe ja auf der Deerbrook Lane gewohnt, gelebt, als Veganer schon, und habe da Rezepte entwickelt für vegane Salamis, da ich ja nie ein Geschmacksproblem hatte, sondern das immer schon gerne gegessen habe. Und da gab es nicht so gute Ersatzprodukte, einfach weil die nicht schon mit Salami anfangen morgens. Die essen zwar viel Bacon and Eggs und Bagels mit Cream Cheese und so weiter, aber keine Salami. Gut Deutsch. So, dann habe ich halt meine eigene Salami gemacht, die gibt es jetzt im Deerbrook. Falls Sie das noch nicht kennen, das ist hier auf der Falkensteiner Straße, ist auch sehr beliebt, ein Sandwich mit unserer geräucherten Salami. Ich mache auch Käse, ich mache alle möglichen Sachen, wir machen eigentlich fast alles selber dort. Ich wollte halt meine Küche mitnehmen und einfach mal klar zeigen, dass man sehr wohl vegan leben kann, dass man sehr wohl vegan gut leben kann. Ich wollte nicht so viel über die Gesundheit reden, aber was ich wirklich, da juckt es mich dann immer so ein bisschen, es ist nicht kompliziert, vegan gesund zu leben. Wenn wir uns mal überlegen, dass alle anderen eigentlich alles essen und dass wir in Massen, dass es normal ist, von Herzkrankheiten zu sterben, mit Krebs, Diabetes. Wir sitzen hier, ich nehme das nicht mehr hin, wir sitzen hier und hören, dass Kindergartenkinder Type 2 Diabetes haben. Das ist eine alte Menschenkrankheit, die man bekommt, wenn man jahrzehntelang nicht richtig gegessen hat oder nicht gesund gegessen hat, nicht ausgewogen gegessen hat. Das Schlimme an Diabetes ist, im Endeffekt stirbt ja keiner von zu viel Zucker im Blut, ist es, man wird herzkrank. Und dann kommt wieder die Herzkrankheit. Und wenn man das schon bei kleinen Kindern feststellt, finde ich, sollten wir uns wirklich nicht nur dahinsetzen und sagen, oh ja, sondern das ist tatsächlich erschreckend und wir müssen was ändern. Und deswegen gehe ich keine Kompromisse mehr ein. In meinem Laden gibt es nur pflanzliche Produkte, genau deswegen. Es gibt auch keine Kuhmilch in meinem Laden. Am Anfang haben viele gesagt, ach, aber das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht einen Laden aufmachen und da gibt es dann keine Kuhmilch. Doch, kann man. Es gibt es jetzt, mich gibt es über ein Jahr und das geht sogar eigentlich sehr gut. Hafermilch geht auch. Und zu den Geschmacksproblemen würde ich dazu sagen, ich habe das immer verglichen, ich habe dann ja, wie gesagt, Ernährungslehre studiert, habe dann
durch die Cornell-Universität speziell eine Zertifizierung bekommen in pflanzlicher Ernährung. Ich habe in Krankenhäusern gelehrt, wenn sie mich dann reingelassen haben, aber auch bei Sony Pictures zum Beispiel, und habe da Mitarbeiterkurse gemacht über mehrere Wochen über gesünderes Essen und habe für viele der Ärzte gearbeitet, die in diesen ganzen Dokumentationsfilmen sind auf Netflix, die man da sehen kann. What the Health, Game Changers, Forks Over Knives, vielleicht kennen Sie davon ein paar. Auf jeden Fall, das wollte ich gerade sagen, habe ich das dann immer damit verglichen, wenn Leute sagten, ja, aber ich mag die Milch nicht, dass ich gesagt habe, aber es gibt doch bestimmt schon mal, gerade in Amerika, Leute, die von Vollfettmilch irgendwann mal gewechselt haben auf Low-Fat-Milch, richtig? Hier vielleicht auch jemand, der mal gehört hat, dass Vollfett vielleicht nicht das Gesündeste ist, hat dann Low-Fat probiert und hat gedacht, das schmeckt ja wie Wasser und ist ja voll eklig, aber man ist dann dabei geblieben, weil man dachte, naja, ist halt gesünder, deswegen probiere ich das jetzt mal. Und nach einer Zeit hat man sich daran gewöhnt, hat dann also dieses wässrige Zeug da getrunken und hat dann irgendwann vielleicht mal durch Zufall bei jemand anders die Vollfettmilch wieder gekriegt und dachte dann so, was ist das denn, Sahne? Als man das wieder gegessen hat, also man kann sich schon dran gewöhnen. Und ich finde wichtig, dass wir das auch tun. Denn, wie gesagt, ich wollte gar nicht mehr nach Deutschland kommen eigentlich. Ich fand mein Leben eigentlich ganz super, aber das war nicht weiterhin unterhaltbar. Und wir müssen was ändern. Und wenn wir immer nur sagen, ja, ich mache so ein bisschen oder ich mache ein Meatless Monday, dann ist das kein Grund zum Feiern, dass man einmal die Woche was Gutes macht für den Planeten. Denn auch wenn es spezielle Krankheiten gibt, für die man vielleicht Tierprodukte essen sollte, die generelle Bevölkerung braucht sie nicht. Denn die Nährstoffe, die wir tatsächlich brauchen als Menschen, kommen von Pflanzen oder kommen aus der Erde. Wie zum Beispiel auch die Omega-3-Fettsäuren, über die wir geredet haben vorhin. Das war auch immer ein großes Thema. Das ist eine essentielle Fettsäure, die wir zu uns nehmen müssen. Und kein Tier, inklusive Menschen, können das machen. Auch keine Lachse können auch kein Omega-3 herstellen. Die haben es auch vorher gegessen. Das heißt, wir können auch direkt an die Quellen gehen. Und das ist eigentlich für alle Nährstoffe so. Und auch das, was man uns immer erzählt hat mit Calcium, dass man da ganz viel Milch trinken sollte. Kühe machen kein Calcium. Das kommt aus der Erde. Also das kann man auch selber dann Sachen essen, wie Bohnen zum Beispiel oder Grünzeug, die auch Calcium beinhalten. Und das wäre eigentlich besser für uns, das wäre besser für den Planeten, ist definitiv besser für die Tiere. Und irgendjemand muss sich mal hinstellen und das auch mal ganz klar sagen. Denn wenn wir immer nur ein bisschen drumherum reden oder das ein bisschen schöner reden, dann hilft es nicht. Und wir müssen wirklich was ändern. Die Zeit ist jetzt. Und deswegen habe ich diesen Laden. Und deswegen erwarte ich nicht, dass Leute vegan sind, die da reinkommen. Man muss auch nicht vegan sein, wenn man rausgeht. Aber ich möchte einfach zeigen, dass es auch geht. Und dass wir einen Unterschied machen können damit. Denn es ist wirklich eins der größten Sachen, die wir persönlich selber machen können. Wir müssen nicht darauf warten, bis irgendeine neue Regierung an der Macht ist, die uns irgendwas sagt, was wir ändern müssen. Wir können es nicht auf jemanden schieben, dass wir auf irgendeine Entscheidung warten von jemandem, sondern wir können dreimal am Tag entscheiden, was wir unterstützen wollen. Und für mich war das besonders wichtig da, deswegen, weil ich eine Tochter habe und ich ihr gerne einen Planeten überlassen möchte, der noch belebbar ist. Und wir wissen, dass eine der größten Sachen, die wir machen können, ist eine pflanzliche Ernährung. Und wenn es dann aus irgendeinem Grund einen Grund gibt, warum ich dann was anderes essen müsste, dann könnte ich das immer noch machen. Aber generell ist es wichtig, dass wir auch ganz klar sagen, dass das das Beste ist, was wir alle machen können. Und wir sind ja hier, weil wir über das Klima reden und weil wir etwas besser machen möchten. Und ich finde, das muss man auch manchmal ganz klar sagen. Es wird immer so viel Angst in Leuten, finde ich, geschürt, wenn man sagt, ja, man muss ganz doll aufpassen, man muss wirklich ganz doll auf diese Nährstoffe achten. Das sollte man wirklich mal allen Fleischessern sagen. Denn wie gesagt, wir sterben ja an Krankheiten, die generell damit zusammenhängen, dass wir eine ungesunde Ernährung haben. Und auch die Vitaminindustrie kam nicht erst durch uns Veganer. Die kam schon vor Jahrzehnten vorher. Und wir wissen auch seit ganz langer Zeit, dass es gesund ist für uns, für die Tiere und für den Planeten. Und deswegen, normalerweise stehe ich nicht da und preache, aber deswegen gibt es meinen Laden und ich hoffe, dass Sie vielleicht mal vorbeikommen und ihn ausprobieren. Einfach, weil ich da gerne zeige, dass es auch gut schmecken kann, dass man da willkommen ist, dass es Community ist. Es gibt gerade eine neue Dokumentation,
von Dan Buettner auf Netflix, die heißt Living to 100. Hat irgendjemand davon schon gehört? Kann ich sehr empfehlen. Dan Buettner ist ein Bekannter von mir aus Los Angeles. Der hat die Blue Zones sich angeschaut auf der ganzen Welt. Es gibt 5 Zonen auf der Welt, wo die langlebigsten Menschen sind. Die haben sehr viele Sachen sozusagen gleich, obwohl die überall auf der Welt sind, von Japan bis Kalifornien hat auch eine und Griechenland und dann ist noch in Costa Rica eine. Es ist eine tolle Dokumentationsserie. Die Menschen essen überwiegend rein pflanzlich. Es gibt keinen wirklich veganen Stamm oder keine wirklich vegane Kultur, aber die haben alle gemeinsam, dass sie schon mal überwiegend pflanzlich essen und vor allem Hülsenfrüchte, weswegen ich auch diese schwarze Bohnensuppe mitgebracht habe. Denn das ist wirklich eins der Lebensmittel, die sehr gesund sind, die gut sind für den Planeten und die auch gut schmecken können, wie ich finde. Ich hoffe auch, dass es Ihnen geschmeckt hat und dass ich Sie dann auch mal im Dirkburg sehe, wenn Sie vielleicht mal vorbeikommen und da was probieren. Aber das war meine Geschichte, warum ich hier bin, warum ich nach Deutschland zurückgekommen bin und einfach auch, um zu zeigen, dass der Klimawandel halt tatsächlich stattfindet. Ach, was ich noch ganz kurz sagen wollte dazu, nur um das abzuschließen. Als ich 2019 dann tatsächlich hier ankam, nachdem wir unser Haus verkauft haben, und es hat sich schon so ein bisschen wahnsinnig angefühlt, Leuten zu sagen, hey, wir leben im Paradies, aber ich glaube, das ist nicht sustainable, ich ziehe mal nach Deutschland und alles so. Echt? Wir sind im August hier angekommen, glaube ich, während dieser Hitzewelle. Im Oktober haben wir auf CNN live zugeguckt, wie unsere Straße abgebrannt ist. Deswegen meine ich, das ist real. Und das war heftig. Und wenn man das selber miterlebt, hat das nochmal einen ganz anderen Eindruck. Und deswegen wollte ich das hier erzählen und wirklich sagen, es ändert sich ja auch hier. Die Temperaturen, die wir hier haben in Deutschland, sind anders, als sie vorher waren. Die Wasserknappheit ist anders, hätte ich auch nie gedacht. Jetzt ist Deutschland ja eins der nassesten Länder gewesen sozusagen. Deswegen haben wir auch noch mehr zum Austrocknen. Aber es ist traurig und wir sollten halt wirklich etwas tun. Und ich hoffe, dass Sie alle sich weiter informieren. Es gibt so tolle Bücher, es gibt so tolle Dokumentationsfilme. Ich finde es so toll, dass wir so einen tollen Mitarbeiter hier in der Stadt haben, der mitgeholfen hat, diese Klimatage zu organisieren. Und freue mich drauf, dass es hoffentlich immer weiter wächst und dass immer mehr Leute Interesse haben und dementsprechend handeln. Vielen Dank. Soll ich noch auf irgendeine Frage warten? Ja, dann es ist noch Suppe da. Sehr gut. Dann bleibt mir einfach nochmal allen Referenten, Beitragenden, meinen Kollegen aus dem ganzen Fördertaunus Danke zu sagen für die Klimatage. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns morgen, übermorgen oder am Sonntag auf dem Apfelmarkt. Also wir haben gesehen, Mensch, Erde, Erde, Mensch, das ist eine Beziehung, die wirklich irgendwo auf der Kippe steht. Und wir sehen, wir haben die Möglichkeiten, sie zu retten, wir wissen, wie das geht. Wir müssen uns an den einen oder anderen Stelle den Schubs geben und manchmal hilft es da auch, wenn man da durch vielleicht so eine Veranstaltung Schmetterlinge im Bauch bekommt, wenn man den Partner Erde mit Menschen besser kennenlernen will. Jetzt muss ich einmal noch gucken. Also Thema Müll ist auch eine Sache, da gibt es spannende Apps dazu und da können wir auch noch drüber reden, aber das ist jetzt zu spät. Was ich sagen wollte, Schmetterling im Bauch, den Partner besser kennenlernen und vielleicht wollen Sie ja mal Schmetterlingsblütengewächse kennenlernen, sind sehr schmackhaft und kann man toll zubereiten und es ist noch Suppe da. Schönen Abend.